Foto. Hallo, Fabi. Fabi, Alter, sag mal, wie waren letzte Woche LPT auf Gamescom? Ist gar nichts erzählt. Sag mal. Ja, du, alles super. Ja, Gamescom, LPT, war geil. Die Leute sind ausgeflippt. Die haben mit Sachen geworfen. Hey, was? Ach, die hatten sogar Schilder. Echt jetzt? Ja, war richtig geil. Es geht übergeil. Aber Fabi, wäre es eventuell möglich, dass wir auch... Ja, oder? Dass wir vielleicht also mal... Können Frodo und ich auch mal allein... Vielleicht nur mal so ausnahmsweise. Es klingt halt mega, Alter. Komm, wir würden es gerne mal einfach probieren. Ach du, wenn ihr das moderieren wollt. Echt? Können wir gleich heute? Klar, könnt ihr heute machen. Zusammen gerne die Show und dann machen David und ich Pause, ja. Boah, das wäre wirklich... Alter, wir sind in 5 Minuten. Wie geil, wir kommen sofort vorbei. Ja, super. Viel Spaß euch dann. Ne? Ja, tschüss. Erstmal Applaus für das bestschlechteste Evil-Lachen. Das böseste Lachen aller Zeiten. Applaus für Fabian Sigismund. Meine Damen und Herren, Fabian Sigismund. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Hier. Bye. Let's. Play. Together. Oh, wir beenden unsere Sätze gegenseitig. Ich dachte gerade, wir wären voll romantisch. Nee, du hast mir mein geklaut. Let's play together. Wie dem auch sei, das ist der Frodo. Das ist der Florian de Floyd. Und wir sind Let's play together. Schade. Und weil wir richtig Alarm machen wollen, ja, kommen wir jetzt erstmal zu den Hashtags. Die Hashtags der Woche für heute Sendung sind Hashtag LPT Live. Wer hätte das gedacht? Und Hashtag Freude. Mit OI ist wichtig. Geht er ins Internet, gibt er die ein und dann schreibt er uns ein paar nette Zeilen. Genau, und dann könnt ihr nämlich auch Fragen stellen, nicht nur an uns beide, sondern auch noch an den völlig geheimen Gast, der heute kommt, genau, den wir auch noch überhaupt nicht irgendwo announced haben und der auch total unauffällig hier schon vertreten ist. Huch. Hast du auch zufällig so ein T-Shirt an? Ganz zufällig. Aber der kommt später erst, das sagen wir jetzt noch nicht, wer das ist. Nein. Das würde ja die ganze Spannung rausnehmen. Was? Fresse. Was war das? Schnauze auf Stimme. So, die Themen heute. Tolle Themen, zum Beispiel gleich Legend of Kay. Ja, als erstes Spiel. Das Anniversary Remake. Da kommen wir aber noch zu. Ist nämlich von einer
deutschen Produktionsfirma. Genau. Deswegen haben wir da ziemlich viel Spaß dran und da können wir so ein bisschen unseren den deutschen Entwicklerpatriotismus fördern. Sozusagen. Danach spielen wir Commander Cherry, das wird richtig lustig. Commander Cherry wird richtig geil, weil da werden... den Gast, jetzt hätte ich fast gesagt, wer es ist. Unser Gast. Fast verraten, Mensch, knapp. Wir uns ordentlich zum Nappel machen. Und danach Community Game mit euch, Brawlhalla. Brawlhalla spielen wir danach Watchspiel mit euch. Wortspiel nach meiner Fasson. Reden ein bisschen über die Gamescom, die war ja auch letzte Woche, ein bisschen über LMS, war ja, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnern will, auch aber letzte Woche. Das machen wir später. Wir gucken uns jetzt nämlich tatsächlich als allererstes erstmal Legend of Kay, die Anniversary Edition genau, an. Was wir dazu noch sagen können, übrigens den ganzen Kram, den wir hier alle schön sehen, sowie auch LMS gibt es übrigens auch im Internet, jetzt auf YouTube. Ja? Wir sind ja mittlerweile weg von MyVideo, also nicht ganz weg, da sind wir immer noch. MyVideo gibt es immer noch. Wir sind auch auf YouTube und da gibt es auch Video on Demand, so wie das halt ist. Alles, was ihr jemals sehen wolltet, gibt es dort. Ja, so. Da könnt ihr euch auch die ganzen LMS Last Man Standing Highlights reinziehen. Und ich gehe jetzt mal aufs Spiel fortsetzen. Und Legend of Kay, müsst ihr euch vorstellen, ist so ein bisschen... Ja, wie könnte man das am besten beschreiben? Das ein ist halt was von so einem PlayStation. Von 2005. Also ist ja ein PlayStation 2. Also es ist jetzt 10 Jahre alt, deshalb auch die Anniversary Edition jetzt in schnieker HD-Grafik. Und es wollte so ein bisschen in die Fußstapfen von guten Action-Adventures, wie beispielsweise Ratchet auch... Ratchet and Clank oder auch The Legend of Zelda. Ja, richtig. Oder... Turtles. Dexter beispielsweise, ja. Du kannst ja auch zwischendurch schon mal auf Twitter gucken. Genau, heißt das denn Dexter? Die Serie mit dem Typen Jack and Dexter, klar. Jack and Dexter, das, genau. Ich habe das Rattenvieh vergessen. Jack und Daxdor. Und hier haben wir jetzt diesen, ja, man hat mich ja das Tutorial nicht spielen lassen. Aber hier haben wir jetzt so einen Diamanten, der wechselt irgendwie seine Farbe. Ich habe den jetzt auf gelb geprügelt. Du hast Geld aus dem Diamanten. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal die gelbe Ratte vernichten. Aber irgendwie, yes. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden. Jetzt mache ich ihn blau. Ich vielleicht die Story sich vorher angucken können, aber wir sind eine Katze. Ihr kennt das Spiel ja alle. Wir sind eine Katze und wir kämpfen gegen Mäuse. Das ist eine Simulation. Also wenn ihr Katzenbesitzer seid, kennt ihr das. Wenn ihr nicht zu Hause seid, dann geht eure Katze genau so, wie ihr es hier jetzt seht, auf Mäusejagd. Du hättest rot lassen können, ne? Das ist wissenschaftlich belegt. Der Typ ist orange. Ich hätte das jetzt nicht als rot identifiziert. Ich glaube, es gibt aber gar keine Orange. Vielleicht musst du genau zwischen orange und rot aufhören zu schlagen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieser Diamant auch noch gar keine Rolle spielt. Der wurde nämlich bis dahin auch noch gar nicht erklärt. Aber ich hätte, guck mal, was ich hier kann. Ich kann irgendwie rote jetzt Energie und... Mann! Hast du von dem Diamanten jetzt Energie gesammelt, oder? Ich weiß es, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich tue. Aber ich würde so gerne... Boah. Aber der Diamant macht auf jeden Fall mit, aber ich glaube, du bist auch gleich tot. Also streng dich bitte mal ein bisschen an. Das ja, ich versuche gerade die ganze Zeit irgendwie... Da hinten ist noch ein Pop, der aussieht wie eine Bombe. Ja, easy. Du hast doch vorhin auch so ein Hornissennest eingesammelt, ja? Ich habe ein Hornissennest eingesammelt. Das ist diese gelbe Flasche und wenn du die auswählst und irgendwas machst, hast du 20 Sekunden lang Hornissen, die um dich herumfliegen. Woher weißt du das? Ich habe vorhin zugelesen. Ach so, ich habe jetzt da gerade irgendwas hinge... Siehst du da, jetzt hast du gerade, jetzt fliegen da Hornissen rum. Ja, ist mega. Ein bisschen wie bei Metal Gear Solid auch. Also ich würde das Spiel auch definitiv mit Metal Gear Solid vergleichen. Ich nicht, aber ist schön, dass es einer tut. Findest du nicht? Aber vielleicht ist das ja Ocelot. Ich will das aber jetzt mit diesem Ding. Ich will. Warum stirbt der? Achso, du hast... Egal. Oh, ich werde nie diesen Spezialangriff machen können. Mach ihn doch einfach jetzt. Setz ihn doch gegen dieses unschuldige kleine Ding ein. Ja. 208, da drin gibt es noch ein Blau. Das mit den Hornissen macht mich aber so ein bisschen paranoid. Nee, wieso? Die sind doch auf deiner Seite. So, och, guck mal. Das ist doch bestimmt der Hase aus Alice im Wonderland. Follow the bunny, follow the rabbit. Ich war auf einer Mission, ja, um den Drachen Thorsi zu finden. Boah, Alice will. Oder Paladin, weißt du? Und dann war da dieses Rattenlager. Mein Gott, ich habe versagt. Ich muss schnell zurück und Tulao berichten, was passiert ist. Wir haben jetzt eine Mission, wo wir das Häschen zum Logopäden begleiten müssen. Ich will eigentlich, dass der Hauptcharakter noch mal was sagt, weil der hat nämlich... Ey, guck mal, Pflanzen, in Zelda. Wie in Zelda, ja, original. Gut. Der hat nämlich die Synchronstimme, bin ich zumindest der festen Überzeugung, von Fry. Das... Alter, das war aber... Und nicht ganz schön. So, wie, du kriegst jetzt keine Deku-Nuss von? Ich wollte mal gucken, ob hier Geheimnisse... Ah, eine unsichtbare Wand, kein Geheimnis. Ich finde unsichtbare Hände. Da hinten, genau. Bam! So, mit Z anvisieren und dann mit A, weißt du doch. Hast du mal geguckt, ob Kommentare kommen? Nee. Tu das doch mal. Okay. Boah, geil, guck mal. Wie macht man nochmal Twitter? Da muss ich jetzt Freude eingeben, ne? Ja, entweder das oder eben LBT Live als Hashtag. Ich glaube, darunter twittern mehr. Mal sehen. Grüße auch wie immer an die Regie von Meri. Ihr macht das Herz. Grüße nach draußen an die Regie. Liebe Grüße zurück. In der Hoffnung, dass Floyd und Frodo nicht ganz so anstrengend. Was sind?
dass wir nicht ganz so anstrengend sind. Das steht da nicht Schaut, wirklich, oder? Schaut so auf Stimme! Wir sind nicht anstrengend. Kann ja wohl nicht sein. So, okay, Freude soll ich nicht buchen, suchen, weil das ist, da kommen französische Tweets und französisch kann ich nicht. Froid, heißt das nicht kalt? Freud, wie war der andere LPT live? Mein Gott, Twitter ist aber auch kompliziert. Ich werde Twitter nie verstehen, glaube ich. Ja. Ey, immer wenn ich irgendwas suche, wo ich verlinkt bin. Du musst, bei den Tweets auch auf live gehen, dann siehst du die halt, ne? Und siehst nicht nur die Top-Tweets. Ich geh einfach mal LPT live, guck mal, geh mal alle eine, Tweets. Da unten ist eine Pflanze, aber ich kann hier halt auch so mega Jump'n'Run-mäßig halt so. Mich... Andrew C. oder Andref C. bleib bei meinem Video, das ist okay. Das ist total okay, wo du uns zuguckst, solange wie du zuguckst und Spaß hast. Das ist auch geil. Dori, ja, wirft fiktiv mit Klopapier und schreit willkommen. Und auch willkommen. Da, solange wie dieses Klopapier nicht in irgendwessen Genitalregion landet. Nicht vorher seine Arbeit geleistet hat. Noch schlimmer, mit vorher, egal, will ich nicht drüber reden. Was gibt's noch? Hier wird Olivenöl gebrutzelt vor 12 Minuten. Irgendwas naives Olivenöl ist noch im Fernbus. Da gibt's doch aber mittlerweile auch WLAN. Also wie das ist mit der Qualität, kann ich dir nicht sagen. Aber man hat doch auch... Oh, Studio 71, cool! Gleich beginnt eine neue Folge LPT Live. Krass, die Mit LeFloid, ja, Fotoapparat und zu Gast... Ihr seht ja nicht, wie der Typ die ganze Zeit im Hintergrund klavenzelt. Wie so ein Tiger. Ich guck mal kurz hier rein, wann du kommst. Nee, du musst also... Freund Blase, was passiert eigentlich bei dir gerade? Du hast den Hasen jetzt gerettet, oder was? Ich hab schon den dritten Hasen gerettet. Oh, jetzt hätten wir eigentlich mal zuhören können. Das ist der dritte Hase? Du musst die Gegend besser absuchen. Was soll denn suchen? Schalter. Gefunden? Achso, der heißt Bay Bay. Und wie ist die andere? Hunda? Nun da? Das ist eine Truhe, da ist bestimmt kein Schalter drin. Ja, aber es ist eine Truhe. Oh, stellt sich nicht so glatt an wie Kratos, wenn der Truhen aufmacht. So irgendwie Gott des Krieges, aber zu blöd eine Truhe aufzumachen. Da hinten ist, hier ist noch eine Truhe und da hinten ist irgendwas. Muss da bestimmt da, oh, der hat sich doch da oben lang. Uah, die hat mich gesehen. Die hat mich überrascht. Mach mal nochmal irgendwas Krasses. Blitze oder so. Ich glaube, Blitze geht nicht. Ja. Aber er hat irgendwie nur eine Kampfanimation, kann das sein? Ja, vielleicht lernt er noch was, wer weiß. Jetzt. Und jetzt? Und du? Weiß ich auch nicht. Also ich meine, es sieht ja schon mal sehr konzentriert aus, aber... Ich finde auch, dass dieses Schiff so ein bisschen aussieht wie so eine Befestigungsanlage an der Burg. Weißt du, wie so ein Alter. Piekenwall. Die aber halt übel abblockt, ne? Ja, das sind halt schlaue Ratten. Ich wollte ja sagen, was ich ganz nett finde an dem Spiel ist, dass es zwar so ein Zelda-Action-Adventure ist, aber das Kampfsystem ist relativ komplex. Also man muss da gut timen und immer blocken und so. Das finde ich interessant. Ja, das stimmt tatsächlich. Also man kann ja, du bist ja gesundheitstechnisch auch nicht gerade so gut dabei. Ja, komm, Alter, hier. Ich Die Hälfte ist weg, also würde ich jetzt nicht als gut bezeichnen. Ja, das mache ich ja, weil ich persönlich eine Challenge suche. Dass du dich vorher mal treffen lässt? Ja, das mache ich Flo ja Flo geht nämlich immer, der spielt immer Spiele und macht dann die ersten 10 Minuten nichts und lässt sich komplett verprügeln. Genau. Und ist dann quasi der strahlende Karate-Kid-mäßige Held. Genau, das hat man ja auch bei uns gesehen, als wir Dead or Alive gespielt haben. Ich habe erstmal nur kassiert von dir, um dich dann platt zu machen. Alter, halt dich da fest! Hat mich in Sicherheit gewiegt, die Sau. Dabei wusste ich vorher eigentlich schon, man kann Brawler und Prügelspielchen gegen dich ist halt einfach... Warum hält er sich denn nicht fest? So, guck mal hier. Henrik Ruhe. Der soll mal seine Schnauze halten, ja? Der ist ganz schön frech geworden. Hallo Henrik! Geheimer Gast rasiert, dein geheimer Gast rasiert, den hab ich rasiert, ja? Er hält sich nicht fest. So, wo bleiben die Läufhacks? Keine Ahnung. Und ob der Löwenkind-Pulli da ist, weiß ich auch nicht. Aber immerhin sind wir Katzen-Ninjas, was zur Hölle. Kannst du bitte mal das De-Interlacing ausschalten? Das sieht ja schrecklich aus, sagt der Informatiker. Der Informatiker wird wohl recht haben. Mich würde viel mehr interessieren, also der blöde Hase sagt, ich soll einen Schalter finden. Ach Mensch, Nathalie, der tut mir wirklich leid, dass du arbeiten musst. Aber Zeit zu twittern hast du, ja? Schön. Nicht zugucken können, aber twittern. In der Zeit, die du für diesen Tweet gebraucht hast, hättest du doch mindestens bis jetzt mitgucken können. Guck mal, wie viele Buchstaben da sind. Na, 140 maximal. Naja, weißt du, wie lange ich für 140 Buchstaben brauche? Ey, haben wir hier einen Bug? Der hält sich an dem Seil nicht fest. Chef, wie geht ein Seil? Ja, ich habe ja schon Seil gemacht ganz oft. Das Seil ist nur ranspringen. Echt? Aber er macht Seil nicht mehr. Vielleicht ist jetzt vorbei mit Seil. Seil-Ability aufgebraucht? Das sieht aus wie eine Wand, an der er klettern kann. Nee. Oh Gott, kann man auch nur ganz kurz schwimmen und wenn du reinplatscht, verlierst du Schwimmenergie. Schwimmenergie? Na, ich bin ja auch eine Katze, ich mag ja kein Wasser. Oder sollte, naja, aber also, ich meine, das sah ja aus wie Sauerstoff, aber wenn ich schwimme, dann kann ich normalerweise dabei auch noch atmen. Quatsch doch mal mit den Hasen, die geben einem meistens Tipps, wie es weitergeht. Ja, ja, die sind ja auch schlau. Sollen Schalter finden.
hier steht auch, nein, ich kann nicht werfen und Sigismund hat ja schon zwei Kinder, da ist es nicht so schlimm. Großartig. Frodo hat Twitter nicht verstanden. So, gute Besserung an Sabrina Bianca. Was eigentlich, ist deren Fuß schon wieder ganz oder ist der immer noch im Arsch? Die ist ja auch jedes Mal, wenn ich die sehe, ist wieder ganz, aber die hat es bei der Gamescom ein bisschen erwischt. Die ist ich finde, die ist erkältet. Ja auch, jedes Mal, wenn ich die sehe, ist die auf eine neue Art behindert. Irgendwie so. Und dann hat die auf einmal keinen Robo-Fuß mehr, aber dann ist irgendwas anderes kaputt. Also. Er hält sich nicht am Seil fest. Was, 42 Grad? Hast du mal versucht, da hinten weiter durchzugehen, Flo? Da hinten in die andere Richtung? In die andere Richtung? Nee. Da hoch quasi. Ja, auf, mal auf die Karte gucken. Warte mal, gib mal hier. Wow. Lol! Wow. Gast! Du musst dich beeilen. Oh nee, das hat ja... Bei den Dingen musst du immer genau jetzt auf Y drücken, um da y die weiter zu beamen. Und nochmal Y. Ah, Mensch. Das war eine schlechte Kombo. Jetzt kommst du also mit der Überraschung um die Ecke, warum das Kampfsystem so komplex ist. Weil man Y ein bisschen Spannung muss ja auch sein, irgendwie, oder? Guck mal, einer ist nicht da. Doch, einer ist. Einer ist gerade mitten in der Aufplopp-Animation. Egal, machst du Combo jetzt. Y und Richtung. Hab ich. Geil. Easy. Aber irgendwie alle drei hast du jetzt trotzdem nicht gekriegt. Ja, ich hab doch gesagt, der eine ist verschwunden. Ach, so. Stimmt, irgendwo eine Tür öffnen. Das ist geil, wie unser geheimer Gast da drüben schon tanzt. Ob das eine Anspielung war? Und ich lese gerade, ich wäre für ein Rematch bei Let's Dance. Ich würde gerne noch mal den Hüftschwung vom supergeheimen Gast sehen. Der hat nachher schon noch seine Bewegungsabläufe zu machen. Das wird richtig lustig. Liebste Grüße an den guten Markus. Markus, fühl dich gegrüßt. Ach, ist ja Wahnsinn, was da heute abgeht an Grüßen. Zurück. Wir sollten den supergeheimen Gast lieber anbinden, damit er keinen Mist macht oder trollt. Finde ich gar nicht so dumm, den Vorschlag. Geheimer Gast, was sagst du dazu? Ach, jetzt hältst du auf einmal die Klappe, ja? War ja... Oh, da ist mein Meinung, war ja... Da bist du auf einmal ruhig. So. Und macht noch Spaß, Flo? Mhm. Ich merke schon, du als alter Zelda-Fan bist natürlich... Ai Weiwei. Das ist auch ein super Hashtag. So, LPT Live, ich lass mein Handy einfach mal offen. Ai Weiwei ist nicht nur ein Hashtag, sondern ein ziemlich bedeutender, politisch aktiver Künstler. Summoners Inn, schöne Grüße. An Summoners Inn. Ich hoffe euch. Ich. Alles schön. Na, die Leute, die. Was machst du da hinten eigentlich? Gleich werde ich überrascht. Ein Typ, ey. Gast, komm raus aus dem. Oh. Komm raus, heilige Scheiße. Pedobär. Naja, Pedo ist der nicht mehr. Das ist schon next level. Lol, als ob. Horny Bear? Geiler Horny Bear ist das. Oh, das war jetzt aber. Also, da hat dem aber ganz schön der Arsch gewackelt. Kannst du nochmal raufschlagen, bitte? Das wiggelt so ein bisschen nach, ne? Ja, vor allen Dingen, gute Butt-Physics. Das ist wichtig in dem Spiel. Gute Butt-Physics. Oh. Nice. Ah, siehst du, gut getimed. Ich sehe schon die Komplexität. Wirf doch nochmal eine Hornissenflasche. Ich will gar keine Hornissenflasche werfen, weil ich auf so einen Scheiß nicht angewiesen bin. Andererseits... Wäre natürlich lustig. Da kannst du dich daneben stellen. Nervt der halt hart. Kurz ein bisschen easy going. Ach, guck mal, was der da links verloren hat. Ja, ich muss ja erstmal seine Rüstung wegprügeln. Das ist ja sehr offen. Ja, das machen ja die Hornissen für dich. Sag mal, lass den mal kurz in Ruhe. Der stirbt doch jetzt auch, oder? Ja, das ist doch vorhin schon bei so einem anderen Team. Aber das ist doch völlig OP, diese Hornissen. Das ist ja auch ein Spiel für Kids. Siehst du doch nicht, was da am Ende noch passiert. Schnell finden. Conker's Fur Day, Bad Fur Day, sah auch aus wie ein Spiel für Kids. Vielleicht hat er auch einfach nur mal einen Fur Day. Normal Fur Day? Casual Fur Day. Großartig. Das wäre was man bei Bojack Horseman mal pitchen sollte. Casual Friday? Casual Friday. Würde ich drüber lachen. Nicht rasieren? Einfach nicht rasieren. Hast du gehört, geheimer Gast? Ja, keine Angst, heute wird nicht rasiert. Am Casual Friday. Aber heute ist Donnerstag. Ich glaube, der fotografiert uns da heimlich von der Seite. Hier. Nee, doch nicht. Er hält sein Handy nur wie ein absoluter Mongo. Okay, warte. Guck mal da, Meister Splinter. Oh, pst. Ach nee, so ich möchte ihm nochmal zuhören. Wenn wir einen ganzen Wald für uns haben. Du hast ein neues Schwert. Lass doch mal den anderen reden. Oh oh. Kein Problem, Kay. Wow. Du musst deinen Weg allein gehen. Ich bringe dir nur die Grundlagen bei. Der Rest liegt ganz bei dir.
Aber wir haben ein paar Sachen ausgelassen. Ich möchte doch nur den Kay kurz mal reden. Zeigst du mir noch ein paar Techniken? Cool. Ja, ist Friday. Hör zu. Oder? Ist Friday, Casual Friday. Nicht nur auf Songs anwenden, sondern auch auf Feinde. Dadurch verschaffst du dir eine Menge Vorteile im Kampf. Super, schön, dass wir das jetzt lernen. Desto stärker dein Chi und desto mehr Kraft haben deine Schläge. Da drüben wird schon Chi gesammelt. Was machst du den Übungen? Combo? Easy going. Okay. Jungs, ihr sollt mal in den YouTube-Chat gucken. In den was? Wird in den YouTube-Chat? In den YouTube-Chat, ja, mach das. So, das mache ich den manchmal nebenbei auch. Zerstöre als erstes den Song. YouTube. Zu aktivieren. Was ist den Song? Bewege dich dann .com in die Richtung des Feindes und attackiere ihn erneut. Du hast together, begrenzt viel Zeit, um alle zu zerstören. Diese Pfeile zeigen Feinde außerhalb. So, Dr. Freud, bitte übernehmen Sie. Easy. Oh, da ist ja im Thumbnail schon der geheime Gast zu sehen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, das Thumbnail ist sogar ein Bild von dir gewesen. Oh no, der Meister hat uns verraten. So, Schaden, Schlitz. Der Meister verrät. Bergwars auf Twitter trenden. Nein. Ich würde eher... Nein, bin ich nicht dafür. Was denn jetzt? The Legend of Kain. Nein, damit hat es tatsächlich nichts zu tun. Es ist auch ein großartiges Spiel. Auch wenn ich das zweite, glaube ich, nie spielen konnte. Das Community-Spiel heißt Brawlhalla. Brawl wie Prügeln und Halla wie Hallo. Bloß anders. Bewege dich dann in die Richtung des Feindes. Ah, das Spiel heißt der Schnitzer von Buxtehude. Ich hätte Buxtehude lustiger gefunden, aber... Man kann nicht alles haben. Der Meister muss aufhören zu quatschen. Dann schlitz ihn doch einfach mal weg. Das ist übrigens auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich das getestet habe vorab. Das nervt wirklich tierisch. Man kann die Texte nicht abbrechen. Und da die Zwischensequenzen jetzt nicht so wahnsinnig aufregend sind, zumindest nicht für 2015, warum steht der Splasher nur in der Ecke? Ich würde sagen, du kommst doch einfach gar nicht rein. Wir quatschen, wir reden nachher mit dir über Themen, aber nur so aus dem Off. Easy. Und mir anzusprechen, das ist unprofessionell. Ich bin gleich da. Bam, Alter. Easy. Er quatscht ja die ganze Zeit scheiße von der Seite rein. Max, ins Bild. Noch nicht. Bruder, hinter mir. Was? Ach so, ach geil. Guck mal hier, was hinter mir ist. Ja. Ist voll doof, dass du jetzt noch nicht ins Bild kommen kannst, weil dann kann es ja hier gerade schon ein bisschen... Na? Siehst du das? Gefällt dir das? Hä? Hä? Ey, geh mal raus aus dem Bild hier. Was ist denn los? Ey, unser Gast. Ich möchte das nicht. Ich schlag dich mit dem... Au, Alter. Ich möchte das nicht. Voll weh. Schön professionell. Alter. Boah, so ein Minecraft-Schwert tut schon. Also. Oh, Mann. Das ist die ganze Deko kaputt gemacht. Frodo, Mann, wir haben vorhin noch in der Regie angegeben, dass wir das heute total professionell durchziehen. Machen wir doch. Der ist übrigens voll dreckig und rostig. Ich will den gar nicht haben. Guck mal hier, die ganze weiße Kiste ist schon. Ich hoffe, dein Mikro ist doch aus. Na toll, jetzt ist mir mein Schwert runtergefallen vor Lachen. Scheiße, ich hab den Meister wieder bitte nicht gehört. Max, hörst du bitte auf, an den Batterien zu lutschen? Ich hab mit mir selber geredet. Ich spiel doch nicht mal. Oh nein, jetzt hat man nämlich, ich sehe gerade im Stream, dass man sieht, wer unser Gast ist. Scheiße, Mann. Mann. Was ist denn überhaupt Bergwars? Das hat doch überhaupt nichts mit uns zu tun, oder? Können wir... So, irgend so ein Lappen auf YouTube. Zitat, geheimer Gast. So, wollen wir einfach mal die Sache hier beenden? Finde ich auch. Kurzes Werbepäuschen machen und danach enthüllen wir... Bleiben Sie dran! Endlich den Sieg. Denn nach der Werbepause gibt es unseren geheimen Gast. Der geheime... Piss ich. Geheime Gast! Jo, ganz kurz Werbung, dann geht ab. Werbung. Oh, Bier-Bianca, genau. Bina-Bianca, scheiß auf professionell. Easy. Bier-Anka.
Einfach mal kurz 1000 Zuschauer verloren, weil die Werbung vorbei ist. Freunde, jetzt ohne größeres, weiteres Palavern, unser Secret Guest. Warte, jetzt. Das wird zu heiß, ich muss eine Sonnenbrille aufsetzen. Warte, jetzt kommt's gleich hin. Oh, ich bin jetzt schon geblendet. 3, 2, 1. Hanneblatt! Oh Gott. Mach doch hier, setz dich auf den blauen. Hallo, danke. Kann unser fiktives Studio-Publikum bitte mal klatschen? Ich dachte, ich schau mal vorbei. Ach, hey. Bin gerade spontan reingekommen. Zufall. Weil Spandau ja auch nicht ungefähr, also hättest du ja quasi auch aus Italien kommen können. Ja, eigentlich schon. Du wohnst ja auch in Spandau. Mensch. Put! Pepot! Hast du das mal gesehen? Ja, kann talken. Kann der damit reden? Der kann echt reden. Wie, der kann mal. Wie talkst du eigentlich mit mir? Das Blech. Komm, erzähl doch mal den Zuschauern, die dich vielleicht nicht kennen, wer du bist und was du machst. Ich bin Max. Ja. Ey, geil, ich auch. Hallo, okay, Max. Ich versuch's auch nicht. Ich mach welche Kameras an? Die, wo rot ist. Rot leuchtet. Krass. Ich bin Max. Ich mach Videos auf YouTube. Krass. Im Gaming-Bereich. Aus wie ein Kevin, so. Ich mache Let's Plays. Easy. Und größtenteils rund um das Spiel League of Legends. Wow. Sehr seriös und aufgeschlossen. Ja, absolut seriös. Seriosität wurde mal ganz groß geschrieben bei euch. I know that. Mit 5 Ös. Kennst du dich ja unglaublich gut mit Games aus. Mensch, wie passend. Ey. Was war denn letzte Woche? Da ist schon gerade voll die Überleitung, oder? Ja, was war denn, was war denn? Die E3! Genau, und deswegen jetzt Max ab, ich meine Mats ab. Ach, so, nein, also pass auf, wir reden gleich über die Gamescom, aber es ist ein wunderschönes Video dazu vorbereitet worden. Boots. Und deshalb jetzt Schlitzboots, Mats ab. Das war das. Oh ja. Wir müssen 4-2. Wir sind jetzt 4-1. Gehen wir nochmal hoch. Wir sind 5 Minuten zu spät und in der falschen Halle. Und auch den haben wir versemmelt. Wir sollten eigentlich in der Business Area sein. Jetzt sind wir irgendwo anders in Halle 7. Wir müssen jetzt eigentlich nur zur Halle 4 und wir sind komplett in die falsche Richtung gelaufen und wir wissen nicht, wo wir jetzt sind. Guten Tag, hallo, willst du ein Foto machen?
Jetzt, wo ich das gerade gesehen habe, habe ich übrigens eine Idee. Du hältst ihn fest und ich schlage ihm mit dem Ding einfach... Dazu kommen wir gleich. Okay, easy. Aber Gamescom, also jetzt mal ohne Scheiß, nur mal für die Leute, die es tatsächlich interessiert. Es gibt unter den Leuten, die auf der Gamescom auch wirklich so viel arbeiten müssen und so, gibt es einen Mythos, der von Jahr zu Jahr bestätigt wird. Und zwar ist das die sogenannte Gamescom-Grippe. Weil du bist entweder krank noch auf der Gamescom, mich hat es ja komplett umgetreten dieses Jahr. Quasi. Oder du bist komplett danach komplett krank. Das ist einfach echt ohne Scheiß. Das ist jedes Jahr so. Frodo, das ist die Gamescom-Grippe. Vor allem wir in unserer Position, glaube ich. Ja, ja, ja. Weil wir haben halt schon so viel Händekontakt. Aber du musst halt. Ja, aber ich muss auch halt. Nur einen Controller, wie viele Leute so einen Controller am Tag Ich war halt wirklich mit Schüttelfrost und Fieber wirklich da. Und dann waren wir bei The Division. Wo es dann darum ging, von wegen, wie schnell bricht eine Kontamination in einem so Black Friday oder auf so einer Messe und so einem riesen Event aus. Yeah. Dann rutschen auf einmal alle so ein Stück weg von mir und ich denke so, yeah, Mann, ich bin Messepatient null. Das ist dann völlig geil. Nee, aber Gamescom. Also viele Leute jetzt haben sich im Nachhinein darüber gestritten. War man jetzt enttäuscht über die Gamescom oder war sie geil, die Gamescom? Wie hast du es empfunden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht mehr, dass es für mich gar keine Spielemesse mehr ist, so, weil ich komme da eh nicht zu. Hm. Höchstens jetzt, wenn ich irgendwie dann in Das hatten wir letztes Jahr, da habe ich nicht ein Spiel Also gespielt. Ich konnte wirklich nicht über die Messe gehen. Für mich ist das eher so ein Event, um Leute zu treffen. Ja. Wir haben ja gerade eben kurz Last Man Standing geguckt, kommen wir ja auch noch zu. Ja. Aber auch Fan-Treffen oder auch Kollegen-Treffen, zum Beispiel euch. Wobei ich dazu sagen muss, eher Kölner. Ich find das ein bisschen schade, dass viele Leute hingehen auf die Gamescom mit dem Ansatz, ey, ich bin auf der Gamescom und ihr seid jetzt hier, um Fans zu treffen. Sind wir nicht, wenn wir da wen treffen, ist das cool. Okay. Aber ich bin auch da, um auf die Messe zu gehen. Ja, also ich sag mal so, ich weiß, was du meinst. Die Sache ist halt dieser mega schmale Grat zwischen da arbeiten müssen, weil wir in unserem Fall mussten halt jetzt wirklich ganz, ganz viel für unsere Show drehen, für unseren Kanal drehen und so. Und man muss halt vorankommen, ne? Es ist manchmal Termin. Dazu waren wir ja beide auch noch GC Award Juroren. Das ist halt wirklich der Vorteil. Froh und ich haben so alles gespielt, was man auf der Messe spielen konnte. Das war halt wirklich geil. Echt? Also ich hatte die Möglichkeit, jeden Controller zu verseuchen, was nur ging. Das ist nice. Ja, klar. Kommst du nächstes Mal, läufst du einfach, packen wir dich in eine Tasche. Easy ja, aber bei mir ist es ja so, ich habe ja so diesen Kontrast noch sehr direkt. So, ja. Letztes Jahr waren nicht ganz so, also war, wie viel hatte ich, 60.000 Abonnenten schon echt viel und es war echt cool. Das war echt so, da kann ich sagen, war angenehm, noch über die Messe zu gehen. Ja. Kam man dauernd zwar Leute an und wollten Fotos, aber nur in einer sehr angenehmen Menge. Ja. Davor das Jahr war halt nichts so. Daher kenne ich das auch noch, ist auch noch sehr präsent. Und dieses Jahr war halt die komplette Zerstörung. Also ich habe mich auf einer Safari-Jagd wiedergefunden. Aber ich war... Du warst quasi der das YouTuber Nashorn. War das Nashorn oder später dann eher das Flusspferd, was gar nicht mehr konnte. Ja. Und, hast du gerade gesagt, ich bin fett? Nee, ich bin fett. Ach so, nice. Du bist ein Lauch. Nice. Nee, aber das deswegen fand ich... trage ich auch mein Hand of Blood Merch immer in einer M. M wie Lauch. Link in der Beschreibung. Nein. Das ist echt kein Link. Mach gibt nicht mal eine Beschreibung, oder? Ach, doch, da rein. Um aber nochmal aufs Thema zu kommen. Heißt das Vibe da? Bisschen, danke. Alle. Wie heißt das Vibe da? Ich komme hier gut zu Wort. Ihr seid so professionell. Ich muss das schwer. Komm, erzähl mal weiter. Nee, das ist tatsächlich... Ich fand das sehr, sehr... interessant, so, weil ich bin mit der Einstellung hingegangen, okay, wird mega geil, wird wie letztes Jahr, ich treffe viele Fans, kann cool mich mit denen unterhalten und. Aber dieses Jahr war es halt nicht so. Ich habe keinen Fan getroffen. Hm. Die Fans kamen einfach nur an und ich war, egal wo ich war, instant von der Traube umgeben. Ist das stehen geblieben? Immer beim Gehen. Das so, gesagt, ne? Immer alles im Weil Laufen sonst wäre es komplett eskaliert. Weißt du, was ich seltsam finde? Also bevor wir noch zu den Spielen kommen. Mhm. Eine Sache finde ich seltsam. Warum kommen die Leute immer nur noch an und sagen schon schnell ein Foto? Also klar, viele meinen es halt nett. Weil sie mitbekommen? Aber, nein, viele meinen es halt nett, aber bei einigen Situationen, wie zum Beispiel vor Last Man Standing und so, haben wir vor der Halle ein paar Leute getroffen und so, das war total entspannt, das war richtig schön. Ja, aber wenn du dann so von wegen so anfängst, auch als YouTuber einfach so, ey, von wegen so, ja, geil, und wie lange seid ihr schon hier und so weiter und so fort, wissen viele Leute alle so, dieser Smalltalk-Gedanke, das ist wirklich wie eine Trophäenjagd. Ja. Aber das finde ich voll schade, weil ich will mich unglaublich gerne mit den Leuten, die meine Sachen gucken, unterhalten.
Und das wollen die zum Teil schon gar nicht mehr, weil die dann weiter wollen, weil die wissen, die jagen den Nächsten. Ich wollte gerade sagen, da könnte ja jeden Moment einer vorbeilaufen, aber der dann weg ist. Es ist ja an sich was total Schönes, die Leute da zu treffen oder denen zu begegnen oder wenn die auf einen zukommen, zu sagen, hey, wir wollen ein Foto mit dir machen. Das ist ja was total, wo du denkst, ja, du Alter, der will ein Foto mit mir. Ey, warte mal, der Behind-Stress gerade rum, der hat gesagt, ich soll einen Gast ausreden lassen. Siehste? Ey, wenn du ein guter Moderator wärst, so gut wie ich, ja, dann würdest du jetzt hier sitzen, David. Aber jetzt sitze ich hier, weil mein Moderator... Nee, eigentlich nicht, eigentlich hat er Urlaub genommen. Okay. Weil er so ein guter Moderator ist? Und du fällst den Leuten wirklich immer ins Wort. Was? Hey, lass ihn mal aussprechen. Entschuldigung, was hat er gesagt? Was mich fernab von dem Community-Event Gamescom interessieren würde, ist gerade bei dir, ob du ein Spiele-Highlight hattest. Also wie gesagt, du hast ja nicht viel gesehen, aber ich habe echt nichts gesehen und auch nichts angespielt tatsächlich. Gar nichts, null. Aber ich freue mich sehr auf Overwatch, so, weil das ist ja auch ein bisschen mein Metier, so, ne? MOBA, klar, ist so ein Mix-Genre, aber das ist echt sehr cool. Spielen wir am besten, wenn es da ist, dann zusammen. Ich habe mich da schon reingefuchst. Aber nochmal ganz kurz zurück abschließend, weil das, wie gesagt, das war für mich eine sehr, sehr heftige Erfahrung. Ja, absolut. Weil das ja auch, ich war ab Dienstag quasi vor Ort. Wir auch. Und, dann hattest du mich angesteckt, danke auch nochmal dafür. Und Sonntag war ich dann wirklich soweit, also Sonntag nach Last Man Standing auch, wo ich nochmal alles gegeben habe, obwohl ich da auch schon krank war, war die komplette Vernichtung so. Ich konnte gar nicht mehr, ne? Ja. Ich hätte eigentlich echt im Hotel bleiben müssen, bin aber nochmal auf die Messe gegangen. Und Sonntag merkst du halt bei den Leuten, es ist eindeutig der letzte Tag der Gamescom, denn die alle Personen, die da sind, ändern sich komplett nochmal. Alles dreht sich nochmal um 180 Grad, denn es ist die letzte Chance, den YouTuber zu treffen. Ja. Und da wird auch gar keine Rücksicht mehr genommen auf irgendwen, weil der sieht dann ja eh nie wieder und kann sich, wenn dann, auch gar nicht mehr erinnern. Von daher ist er drauf geschissen. Und ich mit so einer Fresse so einfach nur, bin dann echt noch stehen geblieben, habe noch Fotos gemacht, obwohl ich eigentlich echt nur einfach nur weiter wollte. Ja, die Ader schon so rausplatzt. Die Leute schreiben auch, du hast schöne Waden. Und das stimmt. Trainierst du Beine? Nee, aber das ist einfach mein definierter Körper, den du nicht hast. Wir müssen, glaube ich, mal Wadenvergleich machen. Ja. Aber abschließend, die Leute teilweise, also erstmal vielen Dank an die Leute, die echt darauf Rücksicht nehmen. Von denen kriegt man ja nichts mit. Man kriegt ja immer nur die mit, die keine Rücksicht nehmen. Und da war tatsächlich jemand, das will ich kurz erzählen, bestes Beispiel, dann können wir auch weitermachen. Kam ein Mädchen an, bitte, 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 bitte. Also gar nicht hallo, sondern bitte, 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 bitte. Weil die schon gesehen hat, ich war halt, und ich so, hallo. So, hi, können wir ein Foto machen? Ja, klar. Und dann ein Foto gemacht und dann aber bitte beim Gehen, weil wir weiterkommen und so und dann noch kurz Motto und dann kriege ich noch ein Autogramm und ich, sorry, ich muss einfach schnell weiter, weil Autogramm muss ja, das geht ja beim Gehen nicht und weiß ja auch ein T-Shirt unter, bei T-Shirt unterschreiben, beim Gehen, da gibt es meine perfektionierte Dreieckentechnik. Deine Unterschrift sieht aber auch immer scheiße aus. Und ich war halt echt, aber auch im Stehen. Ich war halt echt komplett im Arsch und ich bin echt noch nicht jemand, der da schnell dann sagt, nee, komm, ich habe keinen Bock oder so. Ich habe teilweise auch 5 Stunden Autogramme gegeben oder so, aber da können wir alle von erzählen. Und war echt komplett im Arsch und ich wollte echt einfach nur weiter, hab dann gesagt, nee, sorry, Autogramm nicht. Ich will einfach gerade nur weiter, mir geht's echt nicht gut, bin mega krank. Und dann fängt die an, übel auszurasten, ne? Oh, Scheiße. Übel auszurasten, was ist das denn? Ich will doch einfach nur ein Autogramm. Ich komme aus Sonntag, ist ja auch immer das Argument, ne? Ich komme von extra wegen dir von Buxtehude angereist. Buxtehude ist viel näher. Montana Black, was machst du denn hier? Dann ich halt voll überrascht. Ja, sorry, aber ich bin echt krank. Schau mich doch mal an. Uncool von dir. Dann gucke ich die an, ist das dein Ernst? Uncool ist es, dass du mich nötigst, ne? Hier jetzt nochmal alles zu geben. Das hast du hoffentlich so laut gesagt, dass im Umkreis von 100 Leuten alle mitbekommen haben. Ja, ihr kennt mich ja, mir ist das scheißegal. Und dann, weißt du, was die Reaktion war? Die ist halt so ein bisschen perplex, weil die damit nicht gerechnet hat. Guck die mich an. Ich kenne deine Ex. Was zur Hölle? Wie random. Und ich habe, es war komplett random. Und dann auch so, ja und? Und ja, was geil. Soll das? Und ja geil und... Ja, ich sag dir, was du für ein Arschloch bist. Ja, aber vielleicht will sie ja dann nochmal nicht mehr mit mir zusammen sein. Das war halt so richtig so, alles klar, gut. Wow, das war... Das war so mein Highlight von der Gamescom. Das Highlight der Randomness auf der Gamescom. Anderes Highlight war übrigens Last Man Standing. Ja. Ah, gute Überleitung. Mensch, du bist echt ein besserer Moderator. Sorry, David. Ja, aber es ist ja so. Also, warum soll man es... Nächstes Jahr moderierst du ja auch Last Man Standing 4. Ich moderiere nächstes Jahr eigentlich alles. Dieses Jahr schon bei den Oldies warst du ja, hast ja leider verloren gegen mich, aber... Im Großen und Ganzen, kannst du dann wenn wir kurz über Einzelrasuren reden... Ja, das war ein One-on-One.
Ja, ne? Also ich sag's nur so, bei SingStar hatte ich mehr Punkte. SingStar zählt absolut null, das wissen wir auch beide. Ja, dann habe ich dich bei Last Man Dancing. Aber beim Just Dance. Beim Dezibel-Wettkampf habe ich eindeutig gewonnen. Aber das ist auch keine Schande gegen mich. Die sind danach auch nochmal laut geworden. Aber guck mal, Hand of Blood, das sind ja auch drei Silben. Frodo sind nur zwei. So. Das war aber sowieso, weißt du, was mir bei LMS aufgefallen ist? Rookies lässt sich viel geiler brüllen. Oldies, die Veterans. Wir waren ja nicht die Oldies, wir waren ja die Veterans. Ja. Veterans. Ja, Veterans. Du kannst halt immer schon Oldies, Rookies. Und dann stehst du da und denkst dir so, Veterans. Ja, nee, das ist ich hab vor allem beim ersten Mal, ich höre Rookies und dann Rookies, wessen, ich kenn, wer. Genau. Dann wir so, Rookies, denken so, jetzt geht's ab und aus dem Publikum. Alle, das ganze Publikum. Das wir, aber ich muss sagen, das hat mir mega Spaß gemacht. Ja. Also ich begrüße auch den Schritt zu einer großen Stage und das auch nicht mehr. Ich finde nur, die große Stage fand ich halt nur deswegen geil, weil danach nicht abgebaut wurde und die Leute rausgeschmissen worden sind, sondern weil danach halt wirklich noch die Leute Zeit hatten, nochmal kurz wirklich, also wir haben ja alle schon während der Show gut Party gemacht und versucht, alles irgendwie zu bedienen. Aber ich fand es halt danach auch nochmal schön und so. Da konnte ich dann deine ganzen Autogramme crossen. Die Show selber hat mir mega Spaß gemacht. Alter, wie viel zu mir ankam mit durchgestrichenen Autogrammen von mir. Der Frodo, der hat uns durchgestrichen. Und jetzt mal ohne Scheiß, ja, das ist ja mein bester Kumpel. Aber ich muss mal sagen, ich habe ihn so oft angekackt, warum er das macht. Ich weil fand er das damit lustig. Die Leute ja, ihre Autogramme und so versorgt. Wieso, dein Autogramm war doch noch da. Ich habe eine gerade Linie durchgezogen. Nein. Das war quasi Hand... Also, vor allem, guck mal, deine Autogramme, ja, die Linie ging durch den Strich von's Haar, vom Haar durch, mittig durchs O und dann mittig durchs B. Das sah gut teilweise aus. Gut aus. Ich habe auch treu daneben geschrieben, aber das... Also ich persönlich finde es auch nicht schlimm, aber manche Leute waren echt traurig. Ja, ja das habe ich mir aber auch gesagt. Ja, ich fand die Reaktion lustig. Und guck mal, die sind dann nochmal zu dir angekommen, hatten nochmal einen Grund, zu dir zu kommen. Ja. Und eine gute Story. Double Love. Also, gute Story, das stimmt. Vielleicht ihr seht gar nicht, was ich für ein Samariter eigentlich bin. Vielleicht hat er nur verkuppelt. Ne, danke, ey. Bitte. Wow. Streich mich hier bitte auch einmal durch. Verkuppler von den Dingen. Okay. Dann kannst du zu deiner Mutter gehen, musst du nochmal. Ja, ich war mega verwirrt nach der Show, weil es sind ja erstmal alle... Alter, wow. Hat aber gedauert. Ich war schon weiter. Ich wollte halt den roten Faden behalten. Cool. Nach der Show war ja erstmal irgendwie kurz Pause und dann kam die Autogrammstunde. Ja. Und ich bin halt direkt runter. Gegangen. Ja, ich auch. Und links am Rand und dann halt gemacht. Und dann habe ich gesehen... Hey, da, hier ist ja gar keiner, was ist denn du los? Du bist vor allen Dingen mit deinem Mikro abgehauen. Ja, und alle die ganze Zeit mit meinem Mikro dran und irgendwie die ganze Technik. Ist dieser Frodo, wo ist dieses 5.000.000 Euro Mikro? Ja, dann ist später geschnallt, dass wir alle in der Mitte da waren und egal. Ja, ich habe auch nicht gecheckt. Also irgendwann kam der Netschi zu mir mit so einem Batzen Autogrammkarten. Genau. Ja. Hier, willst du darauf unterschreiben? Ich denke mir so, ich krepel mich ab, irgendwie auf Eddings und so eine Scheiße zu unterschreiben. Ja. Du bringst mir jetzt so geile Autogrammkarten. Aber ihr wart jetzt auch das erste Mal mit dabei, ne? Ja, bei LMS, ja. Wie fandest du es? Du hast ja gerade gesagt. Als wir das erste haben wir, glaube ich, zusammen geguckt. Damals hat David beim ersten mitgemacht und da saßen wir beide noch im Büro. Mit anderen Leuten haben es geguckt und bei mir war so ein, boah, wenn ich da irgendwann mal mitmachen dürfte, das wäre so gut. LMS ist tatsächlich, ich hab mich mega darüber gefreut, dass wir mitmachen konnten. Und deswegen fand ich es auch so schade, was da am Anfang für einen Shitstorm losging. Für ja, mich aber war das ist ja immer so, du kennst das Internet. Ja, ja. Ich meine, guck mal, wir haben auch einfach nur Glück, dass bei uns noch keinem aufgefallen ist, guck mal, ich hab keinen Bart, du hast Bart. Die Leute denken immer noch, wir sind Sarraza und Gronkh, weil sie es nicht mitbekommen haben. Wenn wir jetzt, oh scheiße, jetzt ist vorbei, jetzt schalten alle ab. Und dann, die Klickzahlen, oh Gronkh. Oh nein. The Main. Oh, können wir das einmal kurz in LPT machen, damit die Regie uns richtig hasst? LPT ist still the main. Dann machen wir aber so also, bitte. Wenn wir nachher aus dieser Tür rausgehen, wenn wir komplett easy, wenn wir komplett wir vergessen die Mikros auch. Oh, Schenkelmuskeln hast du auch, was hier alles steht. Wir machen es ganz leise. Wir machen es ganz leise und dann machen wir, weißt du, in deinem Stil, ja? Still. Gronkh. Still. Der Tonmann ist gestorben an dieser Stelle. Der Max schreit. Ja, gut, das Gute ist daran, wir haben nicht mal verstanden, was es gerade ging. Was? Was sagst du? Ich sag, das Gute an eurem Geplär ist, wir haben gar nicht mal verstanden, was ihr gerade gesagt habt. Das ist gut. Braucht ihr nicht. Ja, ihr kennt ja auch das die ganzen Insider vom Hand of Blood nicht. Apropos Geplär. Achso, ich wollte gerade nochmal Shitstorm, aber okay. Alter, ich wollte gerade... Ach, Shitstorm, ich weiß, worüber du reden willst. Yeah. Ja, kommen wir nochmal ganz kurz dazu. Ja, der Hauptkritikpunkt war ja, kein Peachmeat, kein Gronkh. Ich dachte echt, du meinst was auch anderes. Denkst du auch an Kekse ja, gerade? Ja, ich denke an easy. I Love Cookies. Ach so, ja, da kommen wir ja auch noch zu. Oder? Ja. Gut, auf jeden Fall. Oder? Nee, das war ja so der Hauptkritikpunkt. Und ich kann das verstehen, wenn man enttäuscht ist darüber, dass jemand, den man sehr gerne mag und da gerne hätte, da nicht ist. So. Ja. Aber es war halt null Verständnis da,
Oder irgendwie, es war kein Weiterdenken da, warum denn überhaupt so? Warum ist er denn da nicht? Ja, und das liegt ja auch immer an den Leuten selber. Ja, so, ich meine, da sind ja ganz viele Dinge noch, die im Hintergrund ablaufen, warum er oder sie alle keine nicht Zeit da hat sind. Oder und so weiter und so was weiß ich, aber so weit denken die Leute nicht. Die sind einfach nur, ich bezahle 5 Euro für dieses Abo und ich will dann auch Gronkh da sehen. So, ja, ja. YouTube-Abos sind übel teuer geworden. Echt? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie mich mit dem Thema YouTube-Abos, habe ich mich noch nie beschäftigt. Aber ich muss sagen, Gronkh, so sehr ich ihn mag, ich glaube, Gronkh hätte nicht so einen Turm gebaut. Nee, der weil Turm, wir haben die Tower-Challenge gewonnen. Ja, ich habe ja nicht mitbekommen, dass ich euch noch geholfen habe. Ich habe da noch ich habe mir den Stream nochmal angeguckt und du hast geholfen. Ich glaube, den Mafuyu habe ich dann einfach so... Gefallen. Ich war auch der Einzige, der reagiert hat aus meinem Team. Ja, ja, du warst auch der Einzige, der mir sofort wieder am Hals hängt und ich gedacht, ich habe das gesehen und dann richtig Assassin-Style so. Nee, aber wo wir gerade beim Thema Shitstorm waren, es gab ja einen Gamescom-Shitstorm auch nochmal auf YouTube direkt. Ja, da ging es ja auch nochmal richtig im Anschluss weiter. Kurze Einweisung. Der Call of Duty Let's Player I Love Cookies oder Fedor hat ja Fastpasses kopiert, um öfter, also schneller und öfter Call of Duty spielen zu können. Call of Duty 3 war das, ne? Black ja, das Ops neue, 2, das neue ja. Call of Duty halt, ne? Als Call of Duty, also Titanfall quasi. Hat er halt gesagt, er muss das oft spielen und kam auf die grandiose Idee, die Dinger zu kopieren. Weil man darf ja pro Pass so, nur 10 jetzt wollen Minuten wir uns gar nicht damit aufhalten, ja? Es hieß dann, er hätte die verkauft, er hat sie wohl nicht verkauft. Also wir wollen uns hier nicht einreihen in diese Gerüchteküche, darum geht es uns überhaupt nicht. Genau. Mir geht es nur darum, dass wir als YouTuber in Deutschland einen schwierigen Ruf haben, wenn es darum geht, sich professionell zu verhalten und einen wirklich guten, professionellen Content den Leuten mögen, abzuliefern. Und das Einzige, was mich an der Aktion gestört hat, ist, dass Publisher jetzt wieder sehen, YouTuber sind Deppen. Ja. Und da muss ich auch sagen, kann ich Activision ein Stück weit verstehen, die halt absolut gesagt haben, Moment mal, wenn du so eine Scheiße abziehst, hier Fastpasses kopierst und kostenlos irgendwie unter die Leute bringst und verteilst, und egal, entziehen ob wir die Lizenzen. Fremde. Jetzt habe ich aber noch einen Schritt weiter gedacht. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber ist der 18? Nee, oder? Also es sind auch zwei Dinge bei mir. Also ich glaube, er ist unter 18. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich sowieso nicht, wie jemand unter 18 eine Lizenzen für ein Spiel haben kann, das ab 18 ist. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Er ist auf jeden Fall jung. So. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er über 18 ist. Dann ist das raus. Also sein Verhalten nach zu urteilen ist er noch nicht 18. Ja gut, aber da gibt es ja auch Leute, die sind im 30er-Bereich und benehmen sich trotzdem wie 16-Jährige. Aber ich finde, es sind zwei Sachen. Einmal ist es das professionelle Verhalten. Erstmal dann, dass er das auch so mega öffentlich dann auch noch sogar macht. Weißt du, was ich auch nicht verstehe? Es ist ja so ein Ding, ich habe manchmal das Gefühl, einige YouTuber haben verlernt, Dinge im privaten Rahmen zu klären. Ja. Ich muss nicht immer alles dadurch, in einem Video dass man sich immer mitteilt, oder auf über Twitter. Welche Plattform das ja, ich ist. Muss mich nicht ja auf irgendeiner Plattform auskotzen. Das ist genauso wie, ja, ich habe diesen Facebook-Post geschrieben, danach haben wir dann mal telefoniert und das geklärt. Und ich denke mir so, Alter, ihr könnt doch vorher einfach miteinander immer sprechen. Dann dieses Tweet löschen. Ja, okay. Aber, dann Tweets löschen, ja, das ist sowieso. Nee, ja. Aber, das machen ja selbst die Großen. Also das eine ist so dieses unfassbar unprofessionell. Also wäre ich Activision, würde ich ihm nie wieder eine Lizenz geben, weil ich finde das unter aller Sau. Ich glaube übrigens, dass das auch nicht passieren wird. Und zum anderen finde ich, dass das Denken dahinter, auch nach der Aktion, so unfassbar schlimm. Weil es war ja null Einsicht. Was ist los? Wir sind Platz 3 der Twitter-Trends. Was ist vor uns? Läuft bei uns. Vor uns ist Samsung und Call Me Dougie. Oh. Ausgerechnet in der Show, wo du hier einfach mal anrufen jetzt. Geil. Call me da, call me. Apropos call me. Weißt du, wer bestimmt auch viele Anrufe bekommen hat? Du meinst Aufrufe? Anrufe. Ich würde jetzt über... Nein, lass mich doch mal meine Überleitung. Weißt aber meine Überleitung auch viele Anrufe bekommen hat? Die Technikabteilung bei Pornhub. Und ich hätte gesagt, auf Pornhub hat viele Aufrufe bekommen. Ja, ich weiß, aber ich fand meine auch gut. Ist das sowas ähnliches wie RedTube? Ja. Ja. Ich glaube sogar, dass sie zum gleichen Dachverband gehören. Nice. Das mag sein. Nämlich, witzig, auf Pornhub wurde geleakt Fallout 4 Footage aus der Gamescom-Presse. Ist das wahr? Ja, da, guckst du da. Das Geile ist, guck mal da. Und das Geile ist, das wurde nicht irgendwo hochgeladen, wo man es jetzt erwartet. Also, was weiß ich jetzt, irgendwo eingebettet. Der Typ hat Stil, oder? Eingebettet bei 4chan oder eingebettet bei irgendwas. Big ass. Sondern man hat es bei Pornhub hochgeladen. Easy. Ach, die Titel, das ist halt so großartig, ne? Ich muss auch sagen, ich hab mich ja nicht mehr getraut. Ich habe ja irgendwie noch, bevor die losgingen, bei WhatsApp irgendwas hin und her geschrieben und gerade so Mails beantwortet für die nächsten Termine. Und dann kam der Typ und dann kam er, hey, Papa, vorsichtig, aber dein Handy weg, ne? Und
Ja. Weil ich bin so ein Typ, ich stehe dann da und habe nur mein Handy und gucke auf die Uhrzeit und dann sitzt der erste Security, packt mich so am Nacken und schmeißt mich einfach weg. So, Digga, ich hatte meine Kamera. So. Ich war mega enttäuscht von der Pressevorführung auch von Fallout 4, weil sie haben ausschließlich, Fallout ist für mich eine Serie, die lebt von ihren NPCs, die lebt von meiner Entscheidungsvielfalt, die lebt von verschiedenen Umgebungen, die ich bereise. Es ist wahnsinnig dialoglastig, ich habe jede freie Entscheidung, ich kann sogar NPCs, die entscheidend sind für... jeder von euch, der es schon mal gespielt hat, ich kann NPCs, die entscheidend sind für die Story, beispielsweise trotzdem töten. Und das Spiel geht immer einfach weiter. Und was haben sie gezeigt während dieser Vorstellung? 20 Baller. Minuten Geballer. Nur Ego-Shooter und alles immer nur in einer Umgebung. Und ich dachte mir so, nein, bitte, nein. Und das Schlimmste daran war, selbst wenn die Präsentation gut gewesen wäre, war einfach der Sound so grottig, es war so laut und so höhnlich. Ich habe das noch nie erlebt, dass Leute da sitzen, also doch manchmal, aber du saßt echt so da und du konntest dich nicht mehr darauf konzentrieren, weil dir die Ohren geblutet haben. Ja. Und dann halt langweiliges Baller-Footage. So, ja. Das aber immerhin war es in HD. Und weißt du, was auch jetzt in HD kommt? Alter, und was kommt in HD? Eine neue Überleitung, eine neue Wahnsinns-News. Gewinne, gewinne, gewinne. So ist es. Resident Evil 2. Resident Evil 2 kommt als HD-Remake raus. Oh Gott. Guck mal hier, da. Ja. We Doit. Ist das Doit. Japanisch? Ich glaube, das ist Japanisch. Ja, We Doit. Den Witz hatten wir schon in der Probe. Okay. Alter, ey. Tonregie hasst dich. Wo wir gerade bei laut sind. Nächstes. Nein. Okay. Wo wir gerade bei laut sind, wo man auch laut wird, ist übrigens bei PT. Ja, wo die Leute wieder laut geworden sind. Auch, weil man bei PT, Playable Teaser, immer noch neue Geheimnisse entdeckt. Ja, nicht nur den schreienden Monster-Fötus im Sink. Sondern Dinge wie, dass man den Geist, den man ja öfter sieht, den kann man angeblich schon im ersten Raum sehen. Wenn man rückwärts rausgeht, dreht man sich um und dann sieht man den. Und dann wurden ja Leute laut. Oh, Hilfe, Still Domain, pass mal auf. Ist mir beim ersten Mal übrigens auch passiert, als ich da saß. Der steht hier aber auf Kante vom Teppich. Der steht der rutscht schon ein Stück weit davor. Nein. Ja, okay. So ein bisschen Spannung muss auch sein. Easy. Auf jeden Fall gab es dann Leute, die laut geworden sind und Dinge gesagt haben wie... Schade, ich dachte, wir kriegen so einen geilen Wechsel hin. Schade. Aber egal. Dinge gesagt haben wie, das ist doch irgendwie ein Ladefehler und ich kenne mich da voll gut aus und pipapo und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, das ist ein Hideo Kojima-Spiel, ja? Das ist kein Ladefehler. In einem Hideo Kojima-Spiel gibt es keine Glitches und keine Ladefehler. Und wenn es Glitches und Ladefehler gibt, dann sind sie beabsichtigt. Ja? Nein, also ohne Scheiß. Gibt es eigentlich vergleichbare Spiele? Wie PT? Also so von dem immer, was dass du gestern immer gespielt noch was hast. Entdeckt wird. Nena, also ich glaube, nee, bei dem Ding... Nena. Oh, ja. 99 PT-Rooms. Nee, Entschuldigung. Habt ihr so Sounds, die ihr einspielen könnt? Leider noch nicht, aber ich entschuldige mich dafür. Nein, aber PT ist halt so ein Ding, das wurde ja als Indie-Game angekündigt, wurde dann plötzlich enttarnt, in Anführungsstrichen, als, oh ja, geil. Putz. Putzschild. Geil. Als, Teaser zum neuen Silent Hill, an dem Hideo Kojima zu dem Zeitpunkt noch mitgearbeitet hatte. Und das ist halt so ein Ding, wenn Hideo Kojima irgendwie so eine Werbekampagne plant, man hat es ja beim neuen Metal Gear gesehen, wie die ganzen Sachen Gehirn, mit den Transplantationen und diesen Cyborg-Limbs und so weiter und so fort. Und das ist halt, wenn der Typ was anfasst, dann ist das halt jedes Mal wahnsinnig faszinierend, wahnsinnig umstritten. Und auch PT ist halt so ein Ding, wo ich nicht glaube, dass da irgendwas zufällig passiert. Genauso glaube ich nicht, wo wir gerade bei zufällig sind. Dass das Erfolgsgeheimnis von Blizzard nur auf Zufall beruht. Gut, auf keinen Fall, weil sonst könnte man nämlich Alter, nicht mit Spielen wie Hearthstone, ja? Wie viel waren es? Hearthstone. 20 Mille Dollars im Monat drinne. Mille heißt 1000. Millionen. Genau. Millionen. Quatschanee. Hearthstone, da sind ja Zahlen veröffentlicht worden, dass Blizzard mit Hearthstone, einem Free-to-Play-Titel, das ist 20 Millionen Dollar Umsatz im Monat. Dieses Spiel war einfach nur so ein kleines Projekt nebenbei und dann böllern die da so einen guten Free-to-Play-Modus. Aber das ist ja genauso wie bei Heroes of the Storm, ist ja auch ein Free-to-Play-Spieler. Aber sie machen es richtig, sie machen die Leute geil und du kannst es auch ohne Nachteil spielen. Du hast ja diese Heldenrotation. Zumal, ich wollte gerade sagen, die Fairness ist ja sogar, dass die Helden durchrotieren. Dass du immer wenn du mal alle probiert hast, hast du genug Kohle. Für Monat einen neuen Helden auch... ausprobieren kannst. Du kannst ja alle Helden auch schnell genug Kohle, Training probieren. Genug Kohle, um dir zumindest den einen, den du willst, kaufen zu können. So. Also bei Heroes, ja. Bei Hearthstone finde ich es ein bisschen differenziert. Ja, das stimmt, weil da ist halt Booster kaufen, also Booster Packs kaufen ist wirklich noch sinnvoll. Wenn ich jetzt anfange mit Hearthstone und es geht gar nicht mal um den ersten Tag, sondern die erste Zeit, kann ich nicht mit meinen Kumpels zusammen spielen, weil das einfach nicht fair ist. Ja, also, klar.
du musst wirklich, um in absehbarer Zeit, sage ich jetzt mal, das Spiel ausreizen zu können, allein auch die Dungeons und so, ja auch. Ja, ja, klar. Bestimmte Karten brauchst du einfach, um competitive zum Beispiel. Es ist ein kompetitives Spiel. Ja. Anders aber bei anders als bei Heroes of the Storm. Da ist ja, gar nicht da kompetitiv. Ist nein, aber, nee, da, nee, da ist es von den Mechanics her so, dass du wirklich kein Geld ausgeben musst. Richtig. Was ich allerdings krass finde, was Blizzard schafft und was Blizzard auch bei Overwatch schaffen wird beispielsweise, gebe ich euch Brief und Siegel, ist, dass die Leute plötzlich, ich hab mich bei Heroes of the Storm dabei erwischt, normalerweise gebe ich für einen Free-to-Play-Titel kein Geld aus, weil wenn ich Geld ausgeben muss und ich habe dadurch einen Vorteil, finde ich es scheiße, dann unterstütze ich Free-to-Play auch nicht. Da ist mir aber aufgefallen, dass ich dann irgendwann gedacht habe, das Spiel ist so gut, mich stressen jetzt irgendwie 13 Euro für so ein Pack mit 6 Inhalten nicht. Und du findest sie cool. Und ich finde sie cool und ich will... Das Spiel ja umsonst. Ja, ja, und ich will das Geld dafür ausgeben. Hast ja vor allen Dingen auch was davon. Das hat selten eine Firma bei mir vorher geschafft. Früher war immer so dieses Argument, also erstmal war ja früher ganz, ganz viel einfach nur Pay-to-Win, aber viele kamen immer auf mich zu, wenn ich jetzt für ein Free-to-Play-Spiel, zum Beispiel Battleforge habe ich gespielt, weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. Habe ich Geld für ausgegeben und dann kamen halt die Leute an, hey, bist du dumm, ich gebe doch, oder League of Legends, ne? Ganz viele Kumpels immer, ich bin gar nicht so ein Skin-Käufer oder so, aber wenn man mal einen hatte, hey, bist du blöd, ich gebe doch nicht für ein Spiel, was umsonst ist, Geld aus. So. Aber warum gebe ich denn für ein COD 60 Euro richtig aus? Richtig. Ne? Da ja, schadet es COD so nicht. 60 Euro habe ich mal umgerechnet. Guck mal, in Berlin kostet mittlerweile ein Kinofilm 3D locker 15 Euro. Ja. Da geht so 90 bis 120 Minuten. Und wenn ich das mal 4 rechne, dann bin ich bei 60 Euro und ein Call of Duty geht 60 geht dann 60 halt Minuten. geht dann halt dementsprechend 6 Stunden. Bis 8 Stunden, also auch so ungefähr das 3-4-fache. Wobei ja der Multiplayer-Modus noch dazu kommt. Den kann man natürlich ewig lang spielen. Ja, das ist halt so ein Ding. Aber das ist so, das war so meine Herangehensweise. Es ist halt wie, als würde ich 4-mal ins Kino gehen. Was anderes ist ja Call of Duty mittlerweile auch nicht mehr. Es ist ja mittlerweile nur noch der Solo-Kampagnen-Modus ist ja mittlerweile fast ein Rail-Shooter, wo ich mich durch einen Schlauchgang kämpfe. Ja, jetzt ja wohl nicht mehr. Im 9. Ja, im 9. Aber wenn bei uns nicht der Strom ausgefallen wäre, mitten in der Präsie, es war eher so Call of Duty Blackout. Und vor allen Dingen, pass auf, ohne Scheiß, true story. Frodo schmeißt eine EMP-Granate in-game und in der ganzen Booth geht der Strom aus. Außer der Kühlschrank, der war noch an. Außer der Kühlschrank von einer hier nicht weiter genannten Energy-Drink-Firma. Nice. Wahrscheinlich ja, aber abschließend kann man sagen, also ich finde diese Free-to-Play-Modelle wie League of Legends oder Heroes of the Storm, sie führt ideal. Ja. So, ich habe gerade gelesen auf Twitter, wir sind nur noch Platz 4 in den Trends. Das was? Geht gar Scheiße! Wir müssen Leute. Doch wohl an Gewinne, Gewinne, Gewinne! Wir müssen doch wohl an Call Me Dougie vorbeikommen, ja, egal wen die küsst. Call Me Dougie. Hat er nicht gesagt! Buddy! Okay. So, nein, pass auf. Dann jetzt hier wieder ein bisschen Aufmerksamkeit Buddies. Fischen. Ja. Wo wir gerade bei Buddies sind. Ja, nee. Die Nerds sind ja auch Buddies. Genau so. Genau. Ey, du bist ja richtig, du hast sogar... Bin dabei, Junge. Sehen, dass wir da den Schwung gemacht haben. Ich weiß das. Easy, ich kenne euer Skript, die. Das ist hart drauf. Nein, pass auf. Und zwar, ich war Juror bei einem YouTube... Ist der, oder hieß nicht der von Toku? Your Next? Oder, es war ein YouTube-Wettbewerb auf jeden Fall. Vom Choice Award, Medienboard Berlin-Brandenburg auch. Board und da Berlin. Haben die Hackbros oder Hookbros oder wie sie sich auch gerne selber nennen möchten... ihr Projekt gepitcht, nennt sich Nerds of the Dead. Das ist jetzt auf Indiegogo. Jo. Das kann man jetzt mitfunden und ich unterstütze dieses Projekt auch. Ich Xbox würde mich wahnsinnig PS4. Freuen, wenn es das schafft. Können wir ganz, ganz, ganz kurz, liebe Regie, den Trailer zeigen. Nur ganz kurz, damit die Leute wissen, worum es geht. Ja, klar. Den müsstest du aber bitte auch... Ich hab ihn hier schon. Auf. Ist schon Vollbild. Vor und bereitet. Mal genau. Guckt euch mal an, was Nerds of the Dead ist. In dem Sinne. Auf jeden Fall sehr geil aus. Läuft auch, glaube ich, noch 9 Tage. Genau, nee, also, das läuft noch eine ganze Weile, glaube ich. Es läuft noch 28 Tage. Gibt es ein Ziel?
Ja, 65.000 Euro. Für den ganzen Film da quasi. Für die ganze Serie. Es werden mehrere Folgen gedreht. Wie viel, als Vergleich so Tube Clash, wie viel haben, weißt du das? Ich weiß gar nicht, was Tube Pupu gerade versucht. Achso, beim 9? 10, 15? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist eine gute Frage. Aber weiter. Check das mal aus. Einfach mal bei Indiegogo. Das ist eigentlich auch ein schlechter Vergleich, weil es ja eine andere Art der. Bei Indiegogo Nerds of the Dead suchen und dann findet ihr das bestimmt. Kickstarter. Quasi. Ja. Was man übrigens nicht mehr kickstartern muss, ist der Überleitung zum nächsten Thema. Was ist denn das nächste? Star Wars. Der neue Star Wars Film. Den muss man nicht mehr kickstartern. Das Einzige, was mein Herz so ein bisschen kickstartert, ist, dass neue Bilder veröffentlicht worden sind. Sind das neue Bilder veröffentlicht worden? Guter Satz, Florian. Kann man machen. Da können wir uns jetzt einfach mal ganz kurz durchklicken, dann könnt ihr die nämlich auch sehen. Viele Charaktere. Gibt es nämlich nur hier zu sehen, die Bilder. Die gibt es nur hier. Ihr könnt jetzt Screenshots machen. Viele von diesen Charakteren sind bereits aus Trailern bekannt. Hier haben wir so eine Verfolgungsjagd aus Stormtroopern beispielsweise, aber da gibt es nachher noch irgendwie schönere Bilder von. Hier haben wir halt Kylo Ren. Das ist halt ein Charakter, auf den ich mit dem Schweizer Lasermesser, ne? Den ich mich so unendlich geil. Ja, ich weiß gar nicht, warum das so gehatet wurde. Ich feiere diesen. Ich finde das nicht schlimm. Ich habe mich immer gefragt, warum, wenn die immer so gegenhalten, warum rutschen die nicht einfach runter? Ja, und das hat er sich auch gefragt. Das hat der Junge sich. Der ist raffiniert. Der ist wahrscheinlich schon eine ganze Menge Filmer. Ich mag diesen Templar-Look, ne? Ja. So diesen Inquisitions-Look. Generell, das es ist ja mega. Ein Schwert, ne? Warum dann nicht noch mehr als ein Schwert darstellen? Ich finde das auch cool. More than Schwert. Wir haben halt so eine typische Wüstensituation, also beziehungsweise ja, wir sind jetzt auf Tatooine. Auf Tatooine halt wahrscheinlich. Großen Kämmen. Das fand ich auch sehr cool. Dieser kleine auf diesem Ball reitende BB-8, dieser ist das ein Droide oder ist das? Genau, das ist der aus dem Trailer, der da so lustig. Twitter Trends Deutschland, siehst du, immer wieder Platz 3 jetzt, nee, Top 5. Hey, wir müssen doch wohl an Corny Ducky vorbeikommen. Fly Away ist übrigens jetzt vor uns, hinter uns Left-Handers Day. Tweetet die Scheiße aus allen raus. Genau. Scheiße. Die beiden Jungs kennt man ja, C3PO und Setz die Brille nicht auf. Robert Schönholz, schön, dass du da hinten sitzt und auch den Tweet tuschen. Tuschen wir den Tweet. Guck mal hier. Hier ist mal eine Frage, findet ihr auch an die Community die Frage? Wie unser hier Netzwerk-Operator twittert auch heimlich mit, der kriegt Ärger jetzt. Oh, das sind gefälschte Tweets. Gefälschte Tweets bei LPT. Scheiße. Nein, aber pass auf, jetzt meine Frage, nicht nur an die Zuschauer, sondern auch an euch. Wo ist eigentlich deine Pegida-Brille gerade? Machst du nicht mit? Ganz ehrlich, was haltet ihr von den neuen Stormtrooper-Rüstungen, die sind ja marginal verändert. Marginal, ich wollte es gerade sagen, ja. Was ist er in der Mitte? Ist er so ein Commander? Oder das ist Kylo Ren. Das ist halt. Der mit dem Schulterpimmler. Achso, nee, der ist halt einfach. Der ist im Rang einfach höher als. Ist das eine klassische Uniform dann auch von denen? Oder? Ja, diese orangene. Das orangene Schulter. Nein, die roten sind ja imperiale Wachen im Prinzip. Und diese orangenen Schulterstücke sind einfach nur die Rangordnung, die Hackordnung unter den Stormtroopern. Ja, genau. Ich muss sagen, ich finde diese durchgehende Linie im Gesicht irgendwie sieht ein bisschen dämlich aus. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Also, ich finde es gar nicht mal so auffällig. Ich finde tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, hier gerade auch, klar, das ist jetzt offensichtlich auch nur reinkopiert in diesen Hintergrund, aber ich finde, sie sind zu sauber. Mhm. Also das Plastik spiegelt sich mir zu sehr, da muss noch ein bisschen feinstellen. Sieht halt auch ein bisschen, ich finde, die sehen ein bisschen kindisch aus. Dieser Typ, ich habe das vorhin mal kurz gelesen, ja, das soll ja einer der Führer der Ersten Order sein, aber dieser Typ sieht für mich aus wie ein scheiß Buchhalter des Imperiums. Ja, der wirkt nicht so. Guck mal, der hat sogar hinterher, wenn der Film raus ist, wird dieses Video vorgekramt und dann ist der Typ die coolste Sau von allen. Und dann heißt es wieder, der hat damals gesagt, der ist ein Buchhalter. Ja, er sieht echt nicht so. Das ist halt nice, ne? Und jetzt mal, um alle, die es noch nicht wissen, zu spoilern, das wird eine Frau. Oh, ist nicht so, dass es drunter steht. Bei Gwendolyn Christie. Richtung Boba Fett? Nee, das ist die Frage, wer ist denn Gwendolyn Christie? Ist das ist tatsächlich auch. Ist Gwendolyn Christie die Brienne of Tarth spielt? Ich habe keine Ahnung, Frodo. Regie? Also Robert Schönholz meint ja. Vielleicht twittert das auch gleich noch. Das ist die große blonde Brienne of Tarth. Mal hier können wir auch gleich wieder ein Geheimnis lüften. Debitor spielt mit. Oh, interessant. Ist das seine Frau? Wow. Nein, ist sein Vater. Tatsache, Debitor. X-Wing-Pilot oder beziehungsweise einfach Rebellen-Uniform. War geil auch dahinter die Props zu sehen. Ne? Oh, das ist so schön, das macht mich so dermaßen glücklich. Ja, ich finde halt so geil, dieser Droide, der hier rumläuft. Der sieht ein bisschen aus, als ob er auf Klo müsste mit dem angewinkelten Bein. Den kennt man ja auch noch aus den ganz alten. Das ist ein Dixie auf Bein. Episode 4 bis 6.
Schöner Kamerakran, gab es damals auch schon. Ja, oh, das hat, als ich das vorhin gesehen habe, das hat mich so glücklich gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, muss das ich sagen. Das ist echt, das sieht Bild, doch so gut aus. Das mich glücklich macht. Das ist gut gealtert. Nee, ja. weil gut gealtert, ja. Ja, eben. Aber ist doch gut. Also ich wäre unrealistisch, ihn jetzt noch so jung zu haben. Also, wenn es geil wird, geil. Ne? Aber ich mag es halt nicht, wenn Leute nach ihrem, wie sagt man, Zenit. Ja, Zenit ist schon so. Ja, aber weitermachen. Aber Harrison Ford, also pass, also jetzt aber, Vorsicht, mein Freund. Pass mal auf. Ja, jetzt sind wir hier gleich in ganz anderen Gefilden. Harrison Ford ist ein Schauspieler, der hat ja, da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen und beipflichten. Harrison Ford ist ja nicht jetzt jemand, der seinen Zenit hat und dann irgendwann abgestürzt ist und von dem überhaupt nicht mehr die Rede war. Harrison Ford hat auch in den letzten Jahren immer noch Filme gemacht. Gut, er ist mal abgestürzt letztens, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, dieser Typ. Da fällt er dir in den Rücken. Aber hart, ne? Wenn ich nachher rauskomme. So, auf jeden Fall. Harrison Ford, ganz ehrlich, wenn du in seiner Situation bist, ich finde, zu Indiana Jones hat er nicht mehr gepasst. Der Indiana Jones mit Shia LaBeouf, der letzte, der kam. Kristallschädelfilm, furchtbarer Film. Aliens. Aber hier, wenn er einfach in dieser Rolle als Han Solo drin bleibt, ja, und da das Angebot bekommt, nochmal an einem der epischsten Filmmeisterwerke aller Zeiten mitzuspielen, Star Wars, also die Originalen, also Episode 4 bis 6, dann sagst du doch nicht nein. Ich krieg gerade auch so ein bisschen Gänsehaut. Ja, ich lese gerade von Malastros Darko einfach nur den kleinen Schnipsel aus dem Trailer, dieses We're Home Chewie. Das war so ein, als das im Trailer kam, ist mir so krass einer abgegangen. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht gehypt, auch so von diesem ganzen Trailer und so bin ich gar nicht so gehypt, muss ich sagen. Nee, oh Gehst Gott. Gehst du bitte Alter, raus auf die Arschloch-Couch? Ich liebe, oder? Nee, versteh mich nicht falsch. Ich habe schon als kleiner Junge, seit Vater. Tagen. Also bis gerade eben fand ich dich noch ganz cool, Max, aber irgendwie siehste? So langsam. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich mich nicht drauf freue oder dass ich scheiße finde. So. Es ja, ist aber einfach der Satz nur so, war trotzdem schon grenzwertig. Weißt du, was ich bin nicht gehypt. Weißt du, was wir jetzt machen, Max? Alter, ich darf mich nicht mal rechtfertigen. Nee, darfst du auch nicht. Aber du da gibt's auch nichts mehr zu rechtfertigen. Deine Ehre wiederherstellen, ja? Indem du deinen zauberhaften Körper in Positionen verbiegst, die bis dato noch kein Mensch gesehen hat. Ihr dort draußen vor den Bildschirmen haut nochmal richtig rein, was Twitter und Co. angeht. Und wir machen ganz, ganz kurz Werbung. In der Zeit könnt ihr euch ein paar neue Fragen ausdenken. Im nächsten Spiel werde ich nämlich mein Auge auf Twitter schmeißen, während Max grandiose Verbeugungen das wird geil, das wird sexuell. Und Max über Max drüber läuft. Und das klingt jetzt total falsch, aber genau das wird passieren. Genauso mit Jigglybutts. Easy. Akuma hat es im Chat schon geschrieben. Jetzt legt ihr euch bitte die Taschentücher bereit. Ja, jetzt wird es nämlich traumhaft schön. Zum Heulen wird's.
Wir tanzen nicht. Der Flo ist noch Pipi machen. Das ist okay, es geht ja eh um uns beide gerade. Genau. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Jump'n'Run-Puzzle-Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Ein Plattformer mit dem Twist, dass die Plattform... Es erfordert Körpereinsatz, ist aber Jump'n'Run eigentlich. Run and Jump oder Jump'n'Run, ne? Run'n'Bumper. Es ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein ganz schön... Ich war nie weg. Nicht so richtig gutes Spiel, aber es ist sehr, sehr lustig. Es ist, also ich stelle es mir auf... der Brille sehe ich nichts. So gewissen Jungs oder auch mit Mädels Abenden sehr unterhaltsam vor. So, wir drücken mal aber so auch. Wir sehen hier schon mal ein Beispiel von dem, was davor passiert ist. Ich würde auch noch mal ganz kurz den Jigglybutt demonstrieren. War das also hier unten rechts? Noch weiter nach links, da war der Beste. Noch weiter nach links. Warte, Double Jump. Da. Ach ja, tatsächlich. Da, ja, das ist auch sehr schön. Grinsen, da links ist er. Oh, super. Ah, das ist so heiß. Also man muss... Aber komm, geh mal weiter jetzt hier. Ja, genau. Komm, wir wollen das sehen. Wir müssen doch den Leuten was bieten. Geil. Gott sei Dank kann ich gerade Double Jumpen, ansonsten wäre ich mich voll am rumnuben hier. So, wir sehen jetzt hier diese ganzen kleinen Kreise. Der Max muss sich jetzt so hinstellen, dass ich die Kreise alle einsammeln kann. Also, aber er muss auch weiterkommen können. Genau. Ja, und Nauheim sagt übrigens auf Twitter, du sollst mal twerken demnächst. So, jetzt machst du noch die Arme breit, die Beine breit. Ja, ja, easy. Geil. Oh, scheiße, sorry. Ja, hot. Ne? Und jetzt kann der gute Junge einfach da alles einsammeln und weitergehen. Warte mal, natürlich. Was ich aber noch machen werde vorher ist... Oh, da ist noch einer. Wir sind auf seinem Kopf. Großartig. Bounce. Nachher stelle ich Bounce. Den Arsch. Ja, was komm, weiter. Wir wollen mehr Stellungen sehen. Mehr Stellungen. Geil. Go Gawesome. Oh, bitte. Komm, warte mal. Gib ihm. Jetzt bin ich. Ich könnte theoretisch auch selber hier machen. Achso, wollen wir uns auch abwechseln? Soll ich könnte auch tauschen, aber mach du erst mal. Weil das sieht aus wie was sehr viel Spaß macht. Sieht aus wie was, wo du twerken könntest. Ja, komm, Bein noch hochheben. Tu, was die Zuschauer von dir verlangen. Warte. Ich wollte gerade sagen, stütz dich doch an dem Ding rechts ab. Nee, so kommt er nicht, kommt er nicht an das Bällchen. Ja. Nee, du bist mit deinem Arsch und deine Beine ein bisschen nach vorne. So wäre aber gut. Nein, so wäre gut. Guck mal, so kannst du über die Wolken. Okay. Ja, geil. Oh Gott, mein Kreuz. Achso, ja, über die Wolken sehe, aber... Und jetzt kann der Frodo dich zum Twerken bringen. Wiggle. Großartiges Spiel. Wiggle. Oh Gott. Guck mal, da hast du mein Ass einmal im Leben. Großartig. So. So hatte mich schon jeder. Das ist immer besser. Und ich glaube, man kann das sogar. Wood Science are awesome, super. Man kann das sogar scheren. What, Alter, so wie Schafe, die man auch scheren kann. Ich habe meinen Lieblingskommentar gefunden. Christine postet: Während ihr im Studio sitzt, musste ich schnell helfen, Kühe umzuweiden. Krasse Sache. Habe ich was verpasst? Easy. Wir machen quasi dasselbe. Geil. Das ist ja nur eine was ist jetzt los? Yo, ach, jetzt kommen nochmal alle deine. Double T. Oh yeah. Das war mach das. Continue, Alter. Oh, continue. Dann gucken wir uns mal alle kurz an. Das ist auch mein Liebling von heute. Ja, nee. Kam der noch? Der noch? Wer sind diese Menschen? Wer sind das? Achso, das ist noch von gestern. Regie? Regie, was habt ihr hier gemacht? Oh mein Gott, ich mal so zwei Nippel. Oh mein Gott, was haben sie getan? So, jetzt mache ich und du. Zur Hölle. Keiner weiß es. Rotieren wir so? Mit A springen. Lass doch mal den Max. Mit X kannst du, wenn du drüber stehst, Build drücken. Und mit einem von den beiden Knöpfen. Skip. Wie? Mit der Taste, die da für Skip steht. Ah, da, ja. Ich hab's. So, ich setz mich also, diese Fäden hast du gerade gesehen, darfst du nicht anfassen, ne? Die darfst du nicht berühren. Welche Fäden? Ja, sag ich dir gleich. So, A springen, ja. Y mehr ist nix. Mehr gibt's nicht. X ist einfach nur, wenn du über der Zahl stehst, drückst du einmal X, um den Build zu aktivieren. Jumps. Mit dem ja, mit allen anderen nicht. Ich spiele echt viel Jump'n'Run. Oh Gott. Mann. Ja, ne? So. Geil. Geil. Was macht der denn für Geräusche? Hat er irgendeine Störung? Spring mal da rein. So, jetzt. Spring mal da rein. Echt? Soll ich da rein? Ja, klar. Hoffentlich stirbt er. Alter. Wow, Alter, wow. Das wirklich? Hey, Leute. Ha. Gewinne. Gewinne. Schöne Runde, eine neue Wahnsinns-Try. Ich muss mich da aus dem Reinfinden, Leute. Ein neuer Wahnsinns-Try. Ich finde krass, dass die Physik nicht weiterleitet, wenn man aufhört, nach rechts zu gehen. Im Sprung geht er senkrecht sofort nach unten. Deswegen aber das ist ja ein Plattformer, das ist ja am meisten so. Geil, 50 Easy Punkte. Game. Darf ich da rein? Die darfst du nicht berühren. Da soll ich rein? Boah, Alter, die sehen ja richtig übel aus. Stachelaugen. Oha. Das ist ein bisschen wie heißt das Vieh aus... Das Schwieriges. Hier, guck mal da müssen wir ihn jetzt rüberbringen. Soll ich ihn rüberbringen oder willst du ihn? Ich bringe ihn jetzt zur 1. Genau, und jetzt X drücken. Bild. X. Jetzt bring dich Max rüber. Und auf mein Gesicht auch. Boah, Alter, du musst dich beeilen, Mann. Muss ich jetzt was drücken? X. Flo, du musst auch raus aus diesen Viechern. Was? Du musst auch raus aus den Viechern. Wow. Hä? Ich darf nicht in den Viechern drinstehen. Nee. Wie soll denn das funktionieren? Warte kurz. Ein bisschen. Gib dir Mühe. Nee. Drüben noch was, wo ich meinen Fuß mal Mühe. Warte, höher. Warte. Länger, geiler. Dein Bein muss noch raus, Max.
Da fehlt noch. Ja, so, jetzt drück X. Nee, Alter, X. Der Kopf. Oh. Ich habe X gedrückt. Egal, drück, nein, X, nicht X. Und jetzt drückst du, wenn der Kopf runter ist, drückst du linken oder rechten Button-Trigger. Nee, guck mal, du musst noch. Da oben. Nee, oha, er kriegt zwei Bällchen. Wir haben so hart verkackt. Nochmal Bild. Guck mal, er kriegt zwei Bällchen. B für B. Ja, jetzt. Und jetzt. Easy. Ja, geil. Kein Problem. Locker. Das ist, guck mal, und jetzt hier, jetzt fick ich dich von oben. Dich? So. Fick ich auch noch. Das war einfach. Ich hab, glaube ich, gerade übelst was gezerrt bei der. So, Flo, willst du, oder? Shake that ass for me, sagt er. Ja, warte mal, ich probier mal. Schüttel den Arsch für mich. Bild mal, ich bin mal gespannt, was kommt. Ihr habt das Kleingedruckte in dem LPT-Moderationsvertrag gelesen, oder? Also für körperliche Schäden kommen wir leider nicht auf. Achso, ja, ich dachte, dass ihr die Bilder zu eurer privaten Verfügung habt. Und jetzt machst du noch einen Arm außerdem hoch, genau. Schau, da musst du jetzt draufspringen. Großartig! Auch der Sound, geil. Aber jetzt nicht in die Pimmler da rein. Ja, musst du auch nur laufen. Nee, laufen. Nur, ja, geil. Easy. Oh, jetzt runtersliden. Oh, da knallt er bestimmt gegen. Ja, ich bin mal gespannt. Wenn nicht, muss ich noch ein bisschen was tun. Ja. Oh, ich sehe schon. Oh. Ii, das sind voll die Penisse. Probier mal. Lauf! Ruhig, ja, geil. Ruhig. Hörst du das? Ja, wie ich das getimt habe, Alter. Geht nach. Den habe ich gut gestellt. So, weiter geht's. So, warte. Oh, nice. Oh, jetzt wäre Frodo dran. So, ich glaube, der wird aber einfach, das ist einfach beide. Aber guck mal, da unten ist so ein dickes Ding, das will er auch haben. Er sitzt im fucking Becken, Alter. Nee, das reicht. Meine Arme sind zu kurz. Gehör. Okay, warte, ich mach's. Warte, wir könnten cheaten. Warte, mach die Beine hoch. So, hält mich mal fest beim Kopfstand. Okay. Warte, ich versuch mal. Nee, nicht. Oh Gott, ist das bescheuert. Geht das? Warte. Du musst mehr spreizen. Ja. So könnte gehen, aber du berührst das. So. Oh Gott. Scheiße, einer fehlt. Nein. Aber nochmal. Einer fehlt. Also weiter runter und längere Beine. Weil was ich mache, ist die Füße noch so. Ja, versuch mal. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Easy. So, jetzt bitte Screenshots machen. Pass auf. Der muss weiter. Weiter hier. Nein, der ist nicht im Bild. Jetzt. Nein. Warte, bleib so. Alles cool. Alter. Mann. Warte. Bleib so. Ja, noch ein Stück hoch. Ja, du hast es. Da. Ich finde besonders schön dieses Leuchten aus dem Arsch. Wie willst du denn jetzt da unten drunter lang eigentlich? Ja, gar nicht. Draufgeschissen. Den kriegen wir nicht. Draufgeschissen, der bleibt da. Der fühlt sich da wohl. Oh. Was ist das denn? Ja, noch ein Stück, komm. Nee, ja, den muss man noch einsammeln. Kann man kriegen. Ja, easy. Ja, easy. Läuft. Easy. Mensch. Gesundheit. So, guck mal da. So, das darfst du jetzt wieder machen. Sieht nach. Warte. Oh, Alter. Du darfst nicht in die geilen Pflanzen, oder? Ja, warte. Ja, das ist ja einfach jetzt. Ja, oder doch? Easy. Ja, was ist denn los? Warum kriegst du eine Fresse ziehen? Ja, aber ich hatte doch das andere Ding anders gelöst. Du wolltest dich doch. Hey, das war Sport. Guck mal, Frodo im Hintergrund. ich helf doch gern. Seine Scheißfresse da noch drin. Ja, der ist einfach. Jetzt krieg. Sag das nicht. Angekrochen. Denk an die. Ich darf die Pflanze nicht berühren. Ne? Geh lieber ein bisschen runter. Easy, nochmal höher. Ja, so ist gut. So ist perfekt. Easy. Alter, wir sind zu gut. Du hast aber auch mal so ein leicht grässchen. Das ist auch der Flo. Der halbe Fresse. Ach, guck mal da oben. Spring mal da oben gegen, dann kriegst du einen Bart. Hä? Level up. Ja! Gewinne! Ach so, vorher kannst du nicht double jumpen, wenn du Energie verlierst. Ja, dann verkack jetzt nicht, so wie ich aussehe. Ey, da verkackst du nicht. Ich lese mal weiter Kommentare. Mach mal, ich sitze gerade nicht dran am Rechner. 31 neue Ereignisse. Geil! Oh, gleich wieder ausgeladen. Großartig. Was ist los? Der Stream ist besser als Mamas Kartoffelbrei. Du bist dran. Warte. Okay, das ist ein großartiger Vergleich, aber ich finde Mamas Kartoffelbrei. Geh doch ein bisschen weiter nach hinten. Bisschen mehr beugen. Bisschen mehr beugen, komm, mach schon. Die ich ansammeln. Mach schon! Ich kann dich nicht von unten mach halten. Schon! Oh. Mach schon! Ich glaube, ich komme nicht durch. Ich werde Schaden nehmen. Nee, guck mal. Da bist du jetzt reingesprungen. Alter, wie soll ich das denn machen? Ich habe gesagt, du musst weiter runter. Körperhaltung ist scheiße und du solltest dich scheiße fühlen. Musst du normal. Komm. Warte. Warte, weißt du, was du machen kannst? Den Fuß hinten, ein Stück weiter nach hinten und den Fuß auf das Tischchen stellen. Oh, warte. Mir vibriert das immer, wenn du die Kacke da berührst, Jo. Warte. Jetzt. Nee. Ja, ich weiß nicht. Meinst du Rücken? Ich finde übrigens gerade total geil, dass ich die ganze Zeit denke, dass du dich doch total easy da oben festhalten könntest. An der Kante. Guck mal, dein Butt, Alter. Guck mal, probier mal. Nicht einspringen! Du bist doch selten, David. Ich wollte doch deinen Arsch bumsen. What? Okay, ich bin raus. Da, ja, jetzt musst du springen. Aber man muss sich ja nicht dumm anstellen. Ja, guck doch. Oh Gott, ich schaff's.
Laufen. Ja, das war's. Nee, 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 komm hier. Geh mal. Ist tatsächlich ein cooles Game. Nee. Kein Durchkommen, Junge. Da musst du den. Kannst du nur ganz kurz springen, eventuell? Da. Soll ich das mal machen mit meiner geilen Figur? Lol. Oh, no! Ja, mach du mal. Mach mal X. So. X und dann B. Gerade YMCA tanzen. Level up! Easy, ja, jetzt kannst du ja theoretisch einmal Schaden nehmen, wenn du willst. Nee, X, wollen wir nicht. B. Okay, man, nee, wollen wir nicht. Gut. B. Wenn wir das nicht wollen. B. Oh, Alter. So, Junge. Wir sind an dem Punkt angekommen, an dem mir LPT-Tweets Angst machen, weil ich keine Ahnung habe, was gerade losgeht. Bein weiter weg. Hey, das sind ja gar keine. Ja, du musst dich nur noch. Ja, ist nur noch der eine. Easy. Ist ja easy. Nee, Bein, Bein weiter nach hinten noch eins. Sonst kann ich nicht rumspringen. Ach so. Nein, nein. Dein Bein nach hinten, der braucht auch irgendeine. Ja, so easy läuft. Was ist das denn? Was ist das? Was mache ich da? Schönheit. Was mache ich da? Das ist schon morgen das beliebteste Video auf Pornhub. Ja. Ach du Kacke, Dreiecke. Yeah. Was ist das jetzt? Keiner weiß es. Aber dieses Vieh. Da fragt einer, wo Gronkh ist. Wo ist er eigentlich? Wo ist eigentlich Gronkh? Wo ist eigentlich Gronkh? Aus! Nee. Du musst schon echt eine echt gute Brücke bilden. So. Ja, ja doch, nee, doch. Warte, nee. Da fehlt noch einer, sorry. Nee. Mach die Arme breit. Wie er da guckt. Ja, wie ich es berührt habe. Jetzt laufen. Ja, ja, ist ja easy. Nice. Yoga. Da, sammel da die Dinger, die roten Dinger. Die roten Dinger, sammel du. Du kannst jetzt noch nicht mehr double jumpen, ne? Nee. Ja, Max, willst du noch mal? Max, ein letztes ja, noch, weil wir wollen noch das Community-Spiel spielen. Stimmt. Den schaffe ich easy. Ich glaube, dein Kopf muss da drunter. Warte, warte. Nee, ich muss so. Ja. Ja, so ist. Ja. Ja. Da den Hand. Wieder der Gruß. Warum denn? Alter. Dieses Spiel forscht einen zum Nutz. Ja. Nee, halt, hat nicht geklappt. Nochmal. Ja, ein bisschen Kopf hoch. Das Ding ist. Ja. Nee. Nee, Alter. Warte, was ich hier mache. Ich kann von hier noch oben reinhalten. Oh, ey. Was ist denn? Gib mal deine Hand her, wir verbinden unsere Hände. Nein, jetzt geht er weg. Easy. Ja. Ah. Geil. Aber du hast keinen Double. Ich immer den Scheiß. So, Scheiße. Ich muss hast keinen Double Jump mehr. Das ist egal. Wie hast du nicht mehr? Du hast davon Ausladung? Wenn der Bart weg ist, ist nichts mehr. Und jetzt musst du nach links springen. Ja, ja. Oh, Alter! Ja, das war. Ich wollte es ein bisschen spannend machen. Easy! Guck doch! So, das war ein wunderschönes und lustiges Spiel. Wir spielen jetzt Brawlhalla, bitte. Dann hätte ich gern bitte meinen Tisch wieder. Hilft ja, mir einer, der ist so schwer. Zieh ich kann dir Luft zufächeln. Ich bin schon wacken hier drin. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir das gespielt haben. Da, das glaube ich. Ich das möchte will auch ich mit noch dem David, sehen. Und David und Fabian sehen, wie sie sich zum Horst machen. Das will ich auch. Die beiden ich will, alten Männer. Das will ich. Aber weißt du, was das Problem ist? Die sind ja beide so an die 2 Meter. What? Und die machen dann einfach nur so und laufen durch die ganze Map. Fabian? So, was ja, Fabi jetzt vielleicht nicht, aber. Ne, untenrum. Untenrum ist er an die 2 Meter. So, Bravlava. Ich mach Brav mal. Brav Lava. Moment. Wir müssen aber noch kurz das Gewinnspiel durchgehen, bevor ach, wir. Oh, das haben wir ganz vergessen. Gewinne! Weil wir heute zu zweit hier sind, das ist ja auch das erste Mal, gibt es direkt, indirekt 2 Gewinnspiele. Ja. Und zwar einmal das von letzter Woche. Ja, weil wir würden jetzt nicht unbedingt sagen wollen, dass die Redaktion es verpeilt hat, bei Facebook das Gewinnspiel von letzter Woche einzustellen. Nö. Deswegen, nee, wir sagen das ja auch nicht. Wir klemmen uns das. Ja, da sind wir nicht drauf angewiesen. Aber die Jacken von Musterbrand zu CSGO, Witcher und Metal Gear, die gibt es immer noch zu gewinnen, ja, vom Gewinnspiel von letzter Woche. Da könnt ihr jetzt einfach nochmal auf Facebook gehen, von der LPT-Live-Seite und könnt daran noch easy. Teilnehmen. facebook.com/LPT-Live. So ist es. Und dieses Gewinnspiel. Weißt du, was du bräuchtest? So eine Lampe von unten, damit der fette Schatten, können wir mal die Kamera hier, die Nummer 1. Der fette, nee, weißt du, was das ist? Das ist boah, Alter. Du brauchst eine Lampe von unten. Guck mal, das ist gar nicht vom Cap. Das sind meine Augenringe. Ja, ja, natürlich. Ja, das ist, die werden das jetzt einfach nur ausgeleuchtet. Ich gucke nur noch so. Weil so ist auch viel sexueller. Aber was? Nee, pass sagtest auf. Du gerade Boots, Schlitz, Bam? Sagte ich. Oh, woher hast du denn diese Shirts? Dass was man diese auch Woche gewinnen kann. Und zwar sage ich das jetzt ganz schnell. 8 Keys für Legend of Kai Anniversary Remake. Ja, das, was wir am Anfang gespielt haben. Also doch ein ganz schönes Action-Adventure für zwischendurch. Und dafür müsst ihr auch auf die Facebook-Seite gehen und einfach mal als Kommentar schreiben, welchen Titel ihr denn gern geremaked hättet. Und Resident Evil 2 zählt nicht. Ja, das stimmt. Final Fantasy 7 zählt auch nicht. Die kommen ja alle geremaked. Was wäre es bei dir?
Ich würde Final Fantasy Crisis Chaos sah schon so gut aus. Weißt du, was ich gerne mal wieder hätte? Ich hätte gerne Turok hätte ich mal wieder gerne. Oh ja, das ist aber gar nicht so, so alt, oder? Nee, den zweiten. Ja. Okay. Turok 2 in der richtig. Mit der schlimm, aber bitte mit zwei Sticks, weil die Steuerung damals ja, ja, war ja, ja, auf PC. Der absolute Krampf. Ich würde SmackDown 2 für die PlayStation 1. Nice. Das gab's auch für den N64, ne? Ja. Ey, das ja, ich, wo man sich auch selber Charaktere bauen konnte. Man konnte sich so übel weit durch die Map da buddeln, in andere so Räume, Wohnzimmer, Einkaufs-, so genial. Ich möchte Holy Magic Century haben. Auch geil. Das hat mich so mein erstes RPG als Kind, das habe ich so nicht gecheckt, wie das ging. Oh ja. Level. Blast Corps. Oder Blast Corps ist auch großartig. Oder ganz schöner, klassisch Gothic 1. Oder die ersten Elder Scrolls Teile. So, ich mach mal Make Game und jetzt flüstere ich dir mal ganz kurz, ich zeig dir mal hier hinter den Code von meinem Raum. Warte. Ja, bist du bereit? Warte. Ich kann einfach gucken. Ja. Ja, aber ich wollte ihn dir eigentlich zeigen. Ja, ist ja egal. Aber ich fand's, ich, das ist ja professionell. Wenn du das wieder jetzt hier so ungeheim so, ich jointe. So, dann und können jetzt können andere Leute joinen. Alle anderen Leute, ja, wir machen immer, hast du schon 2-Minuten-Matches eingestellt? Nee, mach ich gleich. Ihr müsst quasi, du erklärst den Leuten mal, was wir also, es ist ein Spiel, das ist ähnlich wie Super Smash Bros. Das so kennen wir alle. So. Nur mit anderen Charakteren, Comic-Style und zwei von uns werden das immer gegen zwei von euch spielen. Ihr könnt in den Raum joinen, wie? Ihr könnt jetzt joinen bei Custom Online. Custom Online Join Game und dann müsst ihr einen vierstelligen Code eingeben. Dieser ist 7179. 7179, meine Kannst Damen du mal kurz Leitungs den Fernseher noch umschalten auf HDMI 3 für den PC? Oh. Wo ist denn die Sorry, Fernbedienung? Das habe ich verpeilt. HDMI 3 Mann, war Xbox. Mann, Mann. HDMI Mensch, Markus. Hatte einen Job. Oder HDMI 2 halt. HDMI 2. Ja, genau. Easy, guck mal da, wunderbar. 7979. Der Easy halt. Leitungen sind offen. Tut mir leid, ich musste gerade Robert Schönholz auf Twitter adden, deswegen habe ich das verpeilt. Oh, alles. Flo, du bist jetzt gar nicht mehr drin bei mir. Ich bin drin bei dir. Ach doch, weil du noch am Choosen bist. Ach so, okay, warte. Haben wir jetzt zwei? Du bist da auch nicht drin. Doch, so, ich will. Was gibt's hier? Oh, geil, ich kann ja noch so Farben auswählen. Lord Rex, ich will irgendwas, was. Wir sehen jetzt gerade Flo's Sicht. Ja. Ich spiele Orion. Okay, Sir Roland ist dabei, von Luneth gespielt. Oder Lunet oder. Achso, da drunter ist der Nicken. Ich dachte Sir Roland. Ja, genau. Sind das Charaktere, die man kennt von irgendwoher anders? Also ich. Nee, ich kenne keinen. Oh nein, da hat jemand meinen Charakter, das geht nicht, sowas kann ich nicht leiden, dann muss ich einen anderen nehmen. Ist das Spiel free to play? Dann spiele ich jetzt, weiß ich nicht, Regie, kostet das Spiel Geld oder ist das free to play? Das ist gerade noch eine Beta, eine Closed Beta. Bin mir nicht so ganz sicher, ich glaube, es wird free to play im Endeffekt, ja. Easy, also ich hab's. Wie ging die Steuerung? Du hattest das doch. Y Aufladeschlag, X schneller Schlag und auch X ist auch Sachen aufheben und A ist springen. Und linker ist Button. Linker der linke Bumper. Trigger ist Sachen wegschmeißen. Ja. Genau. Das so, starte mal ein Spiel. Ich glaube, der heißt übrigens Trigger oder Bumper? Das stimmt, ist das, natürlich der, das Button, ist natürlich der Button. Left. Ja. Button und ich glaube, die heißen Bumper. Nee, die heißen Button. Button und Trigger. Bumper und Trigger? Button und Trigger. Das Internet. Flugscheißerei, hä? Ey, ich möchte. Mach doch mal ready los. For Battle. Welches nehmen wir an? Titans End? Kannst du nicht. Grumpy Temple, finde ich super. Ja, läuft. Achso, ihr könnt mitvoten, glaube ich. Ach geil, vote. Ich will die. Du möchtest bitte. Wie, und jetzt ist es egal, was man. Achso, jetzt ist es Grumpy Temple, die mit den meisten Stimmen macht Sinn. Guck mal, da steht während was. Also don't Sir want Roland to check the hard players will flash their damage. Der könnte über einen Tank sein. Ne? Der ist ja, ich habe den, der schnell zuschlägt. Wo bin ich denn? Three, two, ich bin da. Okay, also Sir Roland ist auf jeden Fall nicht einer von uns. Nee, ich bin. Der hat sich jetzt ein Schwert geholt, Alter. Jetzt will ich aber aufpassen. Boah, oh was Gott, der steckt auf. Junge. Ich hab einen Knarren. Wow! Das ist auch noch ein Schwert, Jungs. Ja, ich bin gerade auf dem Weg hin. Und da liegt ein Pokéball oder so. Ich weiß nicht. Oh, ich hab jetzt aber irgendwas. Leute, da hat die Rakete, ey, da hat jemand eine Raketenlanze. Ach so, Doppelmesser. Kannst du seine Maus eigentlich noch aus dem Bild nehmen? Ich hab so. Wo bin ich überhaupt? Da. Oh, Alter, ich hab grad übel auf den Sack gekriegt. Also, wer ist jetzt wer nochmal? Oh, Alter! Also rechts ist gerade Frodo und ich ausgerastet. Also man hat quasi basic-mäßig keine Waffen am Start, sondern muss die einsammeln, wie ich das sehe. Ja, ja. Hat man dann neue Attacken? Was ich auch gerade versuche. Ja, tatsächlich. Ich probiere auch die ganze Zeit das aber Ding da aufzunehmen. Aber ihr könnt die auch werfen, lieber so bei Smash Bros. Kann man die auch werfen und die machen dann Damage? Geil! Lol, der kann man der Leute macht das an Abflug. Ich glaube, ich habe den die. Was ist denn das eigentlich für eine Knarre? Boah, Alter, Alter, was ich gerade rausgeboxt habe, Junge. Ach, du bist eine Mine. Oha. Ich bin das goldene Ding. Alter, hab ich den Typen in seine Mine reingehauen. Ich will nach links. Da ist doch dieses Item. Ich hab ein bisschen. Also der Sir Roland, der fällt immer sehr gut auf. Aber bei den anderen habe ich noch Probleme, die auseinanderzuhalten. Bam, Alter. Oh, das war ja schlecht. Oh, shit. Zack. Ich bin ja eigentlich auch bei Smash Bros. Bin ich ja eher so ein Werfer. Ja, ich auch.
ich bin der klassische Werfer, ich komme über einen Wurfarm. Oh shit! Da ja auch mein durchtrainierter Arm. Ja, dachte, du kommst dein linker durchtrainierter Arm oder dein rechter durchtrainierter Arm? Nee, mein dritter Arm. Wow! Ah, zerstört! Was sind denn das? Du hast ihn gegriffen. Womit hast du den gegriffen? Ich hab so eine Auflade. Alter! Okay. Gibt es irgendwie Map-Events? Ich glaube nicht. Ich glaube, oha. Da wurdest du gestochen, Junge. Das war ein Bienchen. Oha, nochmal nach. Und gleich mal nochmal von oben drauf. Jetzt komm schon, go, boom, boom. Zack. Weg mit euch. Warum explodiert das Ding nicht? Das ist, rechts oben sind die Tode oder die Kill? Oha. Bam, Alter, und schon wieder dich erwischt. Es erwischt aber leider auch immer dich. Es ich glaube, das sind die Leben, die du noch hast. Oh. Jetzt sind die Kills. Yes, es. Lord Vrax und ich bin Zweiter geworden. Zusammen mit Luneth. Nice. Das war aber auch knapp. Da guck mal, wir haben ja auch gleich viele Kills. So, wir müssen, Frodo, soweit ich das vorhin mitbekommen habe, ein neues Spiel aufmachen. Ich würde sonst mal probieren, in die Lobby gehen. Ja. Geht das nicht auch in der Lobby und dann einfach irgendwie... Weiß ich nicht. Ich fürchte, da sind immer die gleichen Leute dabei. Ja, gut, dann geh ich nochmal raus, dann mach ich nochmal Custom Online, Make a Game. Florian. Wie geh ich denn raus? Ich sag ihn einfach dir und du gibst ihn als allererster ein und dann müssen die anderen schnell hinterher. Bist du bereit? Warte. Mit B. Nochmal B. Ich bin logischerweise nicht dabei. So, Custom Online. Join Game. Oh, und bist du fertig? Ja. 8-2-3-4. 8-2-3-4. Ein Join. Wäre echt krass, wenn jetzt alles voll wäre schon, ne? So, jetzt. Mal, Max. Ja, ich kann das mal probieren. Mit dem wirfst du die Sachen und machst auch Damage, wenn du die Pistolen wegwirfst. Springen, schlagen, was dann. Geht ich auch sammle dich ein. Mit X. Und dieses. Ja, ist es ja auch. Achso. Schlagen und Y schlagen und aufgeladener Schlag. Ja, dann kommt jetzt der Main, Leute. Und gleiches gilt übrigens auch für die Items. Ne? Ihr könnt auch mit dem Speer zum Beispiel mit Y zuschlagen. Dann bohrt ihr euch so ein bisschen durch den Gegner durch. Ja, mit Y ist und halt der rotzt. Aufladeschlag, der dementsprechend, den kannst du auch nach oben, ist der sehr effektiv. Ja, Max rastet völlig aus. Natürlich, ich bin natürlich wieder krass. Naja, guck mal, jetzt haben wir hier, ach, guck mal, jetzt Roll Fat. Du schlägst halt echt langsam zu, ne? Nee. Was? Mach mal Start. Mach mal, drück mal A. Ah. 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 So, jetzt wird hier wieder richtig mies gevotet. Aber die Map eben fand ich ganz schön scheiße. Gibt's nicht noch mehr? Ja, die finde ich auch gut. Na, dann wird's jetzt bestimmt Blackguard Keep. Oh nein. Oh, 2-2. Two, two. Oh. Two, two. Yes. Und es ist Blackguard Keep geworden. Nice. Habt ihr die beide gewählt? Ja. Ach, schön, APT-Vote. So, also springen, schlagen. Starker Schlag und linker Bumper oder Button. Das ist wegwerfen. Obere, ne? Genau. Da, wo LB draufsteht. Das B steht übrigens für Bumper. Man kann doppelt springen. Wow, Alter, ist die schnell. Oha. Während ich das nicht shoutcaste, werde ich mich einfach ein bisschen mehr um Twitter kümmern. Oha, der hat eine Waffe. Deiner, oder was? Hat er die von Natur aus? Oha, ich... Das Problem an deinem Charakter ist halt... Oha, dass komm her, du. Jetzt gibt's Keller, Junge. Ja, wir sind nur ungefähr 2300 Tweets hinter Call Me Dougie. Also... Ja, so easy. Wenig. Ja, sie hat irgendwie 3126, wir haben 786. Was ist da los? So geht das nicht. Left Handers Day hat übrigens 107.000. Oh. Fast. Oha. Boah, Alter, das war ja eine Verschwörung. Ist gespawnt. Direkt weggebombt, die Alte. Wie kann man denn meine Axt, so Jungs? Abartig hochlachen? Das, ja, ihr seht Brawlhalla. Oha, da habe ich. Da müssen wir mal gucken, ob da noch mehr kommt, weil ich glaube, das ist sonst sehr kurzweilig, aber das sieht schon und das macht auch Spaß. Das macht auf jeden Fall. Aber ich finde es so ein bisschen. Das ist halt wie das erste Mal Smash Bros. Ne? Du musst halt erstmal. Das ist schon witzig. Aber ich glaube, sagt, er sieht keinen Unterschied zu Duck Game. Eventuell daran, dass das ein anderes Spiel ist. Die Sache ist halt einfach, das ist wieder so ein typisches Spiel, easy to learn, hard to master. Ja, ja. Hi, Max. Nein. LOL. Welche bist du, die mit den grünen Haaren? Ja. Ich bin die mit dem braunen Haaren. Die mit der, die Gillette leider vergessen hat. Da, die Bombe, nimm die Bombe! Da und die einem einfach leider in die Fresse. Alter! Nimm die Bombe und dann einfach... Ey, ich will doch! Du standst nicht genau drauf. Du musst erst die Waffen weglegen und dann... So, jetzt nach links und werfen, boom! Nice, Alter. So, das Interessante ist ja, wenn ich das Schwert einsammle, das ist ja gar kein Schwert. Na, aber das ist ja einfach nur meine Waffe. Anders. Ja, das ist einfach meine Waffe, die ich dann erhalte. Oh Gott. Leute, hat sich der Flo schon wieder geholt, kann das sein? Nee. Aber der liegt auch momentan hinten mit 4 Punkten. Ja, das ist ganz bitter. Weil es sich wahrscheinlich irgendwie schon genauso oft zerlegt hat, wie du... Wie kann ich nochmal die Waffen... Oh. Mit dem linken Banden. Ja. Trigger, Bumper. Haha, direkt wieder gefangen, Leute. So. Das Problem man ist, kann nicht sagen, Gamer würden keinen Sport machen. Elfin, da hast du total recht. Ich fand ja diesen Handstand vorhin und auch die anderen Posen mehr als nur. Boah, Alter, Falter, wer ist denn diese Nimbus-Braut? Die ist ja mega weggeholt. Überlänger, geiler. Die Sendung driftet schon wieder in die falsche Richtung.
leer. Oh Gott! Nein. Übel in den Arsch. Gebumst. In dem Sinne. Ach, schön. Ach, der lol, als ob. Alter, diese Alte, ey, die fliegt aber auch nicht. Ich hasse die voll. Wo passieren hier denn? Ich hasse die voll, ne? Ey, das ist voll so. Ich hasse die voll nicht. Es klingt ein bisschen was so. So blonde, 14-jährige amerikanische Teenage-Mädels sagen würde, aber mit so einem Pseudo. Oh! Die voll, ne? Das ist voll meine Beste, ich hasse die voll. Voll wecke. Aber Fall the Mania, letzte Minute läuft an. Wir sehen hier in Führung immer noch Max Hand of Blood und diese Ninja-Tussi, die Flo so voll hasst. Die Alte halt. Zweiter Platz, was nicht ganz so schlecht ist. Flo mit einem Punkt ganz weit abgeschlagen. Saber Jetzt Cat. Kommt der Win! Mach mal den. Ja, Alter! Was zur Hölle? Plus zwei und Flo ist jetzt damit auf dem zweiten Platz abgeschlagen und wieder auf dem, ne, auf dem dritten. Jetzt ist er wieder auf dem zweiten. Win! Oh. Wird nichts. Gib ihm! Oh, Junge! Okay, Bam! 36 Sekunden, noch. Vielleicht kriegst du ja nochmal einen. Wer auch immer den Saber jetzt spielt, auch sechs. Da muss jetzt ab und zu mal was passieren. Boah, Alter. Ja, spannendes Game. Auch solange wir beide sechs habt, oh, jetzt wird's knapp, ist Flo ja nur Zweiter und nicht Dritter, was vielleicht fürs Ego ein bisschen besser ist. Na. Doch, geschissen. Oder oben ist noch wieder diese Bombe in der Mitte. Kann sich die mal einer schnappen? Die no, no, no! Da ist Saber Tooth Cat. Ich lebe, still alive! Junge! Die Bombe in der Mitte, oh. Alter! Oh. Jetzt ist er weg, schade. Die hätte auf jeden Fall. Bam! Da knall ich sie! Oh, und ihm hat er genutzt, Alter! Da ist kein Rankommen mehr. Das war easy win! Damit Flo auf den Main schlagen. Das war so cool. Guck mal, seine Pose. Boah, acht, Alter. Wann hat er die noch geholt? Die alle geknallt, Alter. Richtig tierisch war das. Guck mal, er guckt halt auf, weil du bei LMS reingelaufen bist, ne? Schönes Ding. Nee, da bin ich so. So, machen wir noch eine Runde, Regie. Jetzt machst du einen Shout. Ja, wir rutschen jetzt weiter. Wie ihr Lust, also wir hätten Zeit noch. Wir machen noch eine Runde. Ich stell da drüben kurz mal ein. Ja, genau, das machst du. Dann willst du einfach rübergehen? Ihr könnt auch beide einfach raus. Ja, Sex. Ja, warte mal. Oh Gott. Das war sexuell. Gleich drei. Ist das schön. Ohne Schwarze hier. Ich hätte jetzt fast gesagt, ein Max-Sandwich, aber das mache ich nicht. So, Max, zweimal A und zweimal B musst du jetzt drücken. Dann brauche ich jetzt aber nur A und zweimal B. Oh. Genau, dann gehst du jetzt Custom Online, weißt Bescheid. Und mein Raum ist... Ich spiele jetzt halt das. Die Badentrommel. 3, 9. Easy. So, welchen nehme ich denn jetzt eigentlich? Welcher war denn geil? Oh, hier ist Lucien. Die, also die ich empfehle mal die Ninja-Tussi. So, jetzt seht ihr meine Sicht. Jetzt geht's. Aber was hat die denn? Achso, ist auch so egal. In der Champ Select seht ihr jetzt meine. Boah, Scarlet ist ja auch voll krass, was den Damage angeht, ey. Das ist Sir Roland, Alter. Aber ich. Ach, das ist gar kein Tiger. In dem Spiel das ist ja Udyr. Ich glaube, es macht in dem Spiel mega Sinn, jemanden mit Reichweite und Schaden zu nehmen. Geschwindigkeit ist gar nicht so wichtig. Oder ihn hier. Oder ich nehme Scarlet, die kann ich so schnell. Lass mich raten, er hat Reichweite und Schaden. Ja. Also, ohne auch nur reingeguckt zu haben hier in die anderen Optionen, aber wenn ihr Lust habt, könntet ihr mal so einen anderen Spielmodus ausprobieren. Ganz oben bei Game Mode, da gibt es hier noch. Achso, ist mit Leben. So Brawl Ball. Mach doch einfach mal den mit Leben. Wir machen den mit Leben. Dann hat jeder jetzt drei Leben, oder? Ja, jeder hat drei Leben, dann ist das eine richtig gute letzte Nummer. Der mit 100%, Gadgets on, Testmaps, nee. Und haben die Leute, den Code mitbekommen, ja, ne? Ja, es sind doch, glaube ich, schon zwei drin. Alles klar. So, 4-4-2-2. Oh, nimmst du noch mal den Bullen? Ich bin Main. Geil, Bulle Main. Bei mir immer nur. Du nimmst den bisherigen. Ich nehm Scarlet. Oh! Oh, der will mich hier ein bisschen herausfordern. Aber der ist in einem Clan, oder? Ist der krass? Der ist im Clan. Ist der in einem Clan? Scheiße, Mann. Ach, das ist Bro, wieder der Bro-Fab-Counter, der war gerade eben lustig. So, ich nehme jetzt. Echt? Interessant. Ich finde Titans End, nee. Also springen. Thunderguard Stadium. Oha, ich habe gar nichts ausgewählt. Oh, geil, ja. Fragezeichen. Brawlhaven, ja, easy, passt. Ich kann mit dieser Brille nicht spielen, ich sehe damit nichts. Ja, das erfordert ein bisschen Übung. Zu sehen? Zu sehen? So. Mit der Brille. Welcher zu sehen. War ich jetzt nochmal? Scarlet. Weiß ich auch nicht. Ich bin der Braune. Bam, gleich Bulle. In die Fresse. Alter, warum seid ihr gleich? Oh nein, easy, ey. Hat man eigentlich. Achso, es ist auch. In der Luft! Wie bei Smash Bros. Komm her, Mädel. Wie bei Smash Bros, dass man quasi... Frodo und Hand of Blood, jetzt gegen seinen Gefährten. Das geht gar nicht. Oh, da kriegt er die Lanze direkt ins Gesicht. Guck dir das an, der Feuerball kommt. Wer weiß, ob es Map-Event oder getriggert war, keiner weiß. Aber da... Scarlet, du Hand of Blood aus dem Bild. Frodo hat allerdings auch Probleme, sich gegen den Bro-Fab-Counter zu behaupten, der mit Hand of Bloods Main-Charakter ist. Oh, shit, da ist die... Meist er ihm das Ding ins Gesicht. Warum schlägst du mich denn, du Opfer? Der Pirat kommt an, fuchtelt wild um sich.
man auch springt. Den Gangplank. Der Map. Achtung, Frodo muss vorsichtig sein, hält sich sehr zurück, haut jetzt auch nicht zu, hat anscheinend eine sehr langsame Waffe. Oh, was? Sollen denn immer auf mich loswerden? Nee, ich will noch mal seitlich eigentlich. Das wird wohl nichts werden. Frodo riskiert hier viel, will Sachen zeigen, das ist auch total okay, aber kriegt dafür ich krieg sehr überhart auf die Fresse. Kommt aber nochmal auf die Map, wer hätte das easy, gedacht? Easy, easy, GG. Oh, Hand of Blood, das läuft diesmal gar nicht so gut in dieser Runde. Der Bro-Fab-Counter immer noch gut am Start. Oh shit, oh shit, das war so dumm! Ah, Frodo damit hat sich selbst geholt. Der Frodo einen Punkt, es rutscht damit auf Was Platz ist denn mit dem zwei. Blauen hier? Kann den mal einer holen, bitte? Alle sollten eigentlich jetzt teamworkmäßig auf den führenden Bro-Fab-Counter, der den blauen Minotauren spielt, losgehen. Ja, der spielt halt einen Main. Haut der Hand of Blood da den Piraten raus, schafft es zurück, wie ein schnelles Comeback. Easy, Alter. Hat das irgendwer gesehen, wie ich den gerade durch die Luft jongliert habe? Schmeißt jetzt mit der fiesen Kugel um sich. Guck mal, holt sich einen großen Hammer nochmal. Mit dem Ding kann man umgehen. Das hat er in der Hose, da weiß er, wie er funktioniert. David, so kann er was. Guck dir das an. Haut er da einfach mal seinen großen Hammer ins Gesicht. Oh, shit. Gehört zwar nicht zur feinen Englischen, ist aber effektiv. Oh, was? Über Bande? Da wurde er aber geholt von einem aufgeladenen Schlag dort. Damit hat er selber nicht gerechnet. Wer ist denn überhaupt noch vorne mit dabei? Muss da oben irgendwie, wenn ich... Oh, fast auf die Mine. Oh nein, ich brauche mir den Seitwärts angehen. Aber nein, wieso hat denn jetzt der... Weißt du, wer die Mine gelegt hat und dafür jetzt den Punkt kriegt? Ich komme gar nicht wieder? Ach so. Ja, du hast ja jetzt auch keine Leben mehr. Stimmt, ich spiele mit Leben. Alter, das war jetzt auch eine leicht ernüchternde Runde. Gewinne, gewinne, gewinne. Der Pirat muss raus, ja. Der Junge mit seiner Lanze da wurde nicht mal See gestochen, Alter. Das ist eine harte Nummer, Junge. Der Pirat. Ach nee, es war die Alte. Wer bist du? Die Alte? Die Alte. Alter, dann hast du mich gerade in die Mine gebumst. Ich hab dich in die Mine. Warum hab ich die denn jetzt nicht mehr? Aufgesammelt. Amy Pond. Kennt ihr Amy Pond? Wenn ihr jetzt Nein sagt, seid ihr raus. Ja, natürlich kenne ich Amy Pond. Und. Die bisher hübscheste Begleitung von, Begleitung von Dr. Who. Mit Abstand hübscheste. Ich habe so oft mit ihr geweint. Niemals! Oh, scheiße. Oh, der Pirate, 2-1-1. Sieht unglaublich gut aus für den Bro. Der spielt das doch nicht zum ersten Mal, oder aber er ist ein Nature Talent. Er war ja schon vorher dabei. Nein, wieso freut sie sich denn so? Oh, jetzt heißt es. Execute. 1-1, letztes Spiel. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Frodo Mach schon im gelben Bereich. Der Minotaur noch überhaupt nicht beeindruckt. Jetzt legt wieder eine Mine hin. Frodo mit seiner Lanze. Komm auch hier, du Feigling. Sie ist nicht lang, aber dafür dünn. Lass ihn kommen. Mann ruhig, Mann ruhig. Jetzt kannst du zustechen. Oh je, gut getimt. Ja, nein, schönes Ding. Oh, die Bombe. Wer holt sich die Bombe? Mach schneller Attacken, weil der braucht lange, um aufzuladen. Ja, ja. Da holt er sich die Wahl. Jetzt hat er aber schon fast zu viel gewollt. Und er... Oh shit. Was ist das für ein Blasrohr? Weiß ich nicht, keiner weiß es. Ah, jetzt kommt das Feuerding. Ah ja, interessant. Ah, man kann übrigens, man kann Waffen direkt wegwerfen und in die nächste einsammeln. Ja. Frodo, komm, der Typ, du bist schon im roten Bereich, Alter, der Typ ist gänzlich unbeeindruckt. Du hast jetzt aber auch so einen fiesen Hammer, Alter, hol dir den Hammer wieder, der hat eine Axt. Oh, scheiße, da ist der Hammer weg. Schöne Pause. Gib ihm einfach schneller Attacken mit der Faust. Komm, hau den, ich hab's wieder vergessen, Bro, Fab Counter oder so ähnlich. Doll. Er hat nix. Komm, da hast du den großen Hammer, du kannst deinen großen Hammer weg. Der wirft den großen Hammer nach dir. Dass die Attacke mal automatisch nach oben geht, kotzt mich maximal an. Ihr könnt's aber noch. Ich glaub, das liegt am Button. Am Button? Ja, ich auch gerade festgestellt. Guck mal. Schön. Hau den Typen in den roten Bereich. Schön. Ja. Er ist immer noch im gelben, ne? Schön. Ja. Guck mal, reine Timing-Frage. Jetzt guck mal, der wartet jetzt unten, ne? Das ist jetzt natürlich scheiße, ne? Weil das geht ja runter und schmeißt. Was ist er denn jetzt für ein Feiger? Hast keine Waffen, warum hast du geschmissen? Genau, und jetzt wartet er, bis ich hochkomme. Wie ungeil ist das denn, Junge? Bam. Das macht man aber nicht. Schön Fuß. Oh, scheiße, wie kommt man denn nach unten? Man so mit einer Lady um. Einfach nach unten gedrückt. Ah, und unten, glaube ich. Ich hoffe, man kann sich nicht selber treffen mit der Scheiße. Ja, das kann man nicht. Jetzt hätte ich Seite. Oh, lol. Bam! Der war früher Handballer, der Junge. Jetzt geht's ab. Tatsächlich. Gewinne, gewinne, gewinne. Boah, wärst du da jetzt runtergefallen? Oh Gott! Und jetzt kommt wieder der gleiche lame Scheiß die ganze Zeit. Schade. Geh mal lernen. Guck mal da, der kann doch nichts. Guck mal, der ist da jetzt feige Schuhen. Ich kann nicht mehr. Oh, Alter, Frodo, kannst du es jetzt beenden? Frodo, kannst du es bitte beenden jetzt? Oh, scheiße, if I had it. Schade. Herzlichen Glückwunsch an Bro-Counter, Junge. Schade. Da müssen noch, aber guck mal, wie die alle gleichzeitig klatschen. Hier meinen. Das ist Choreo, Junge. Bro. Wir klatschen überhaupt nicht mit denen mit.
Auf meinem Bildschirm schon? Nein, ja, ja, wir sind ich ja guck auf meinen Bildschirm. Dann viere ich da mal ganz kurz raus. Das war's auch schon. Freunde der Sonne. Praktisch. Der Nacht. Ihr wisst ja, nächste Woche. Punkt 12. Selbe Stelle, selbe Welle. Nächste Woche mit Fabian Siegeshain. Mit Fabian Siegeshain und David Mund. Und David Mundo Heinesieg. Die beiden begnügen Mundo euch Main. Dann auch nochmal mit so wundervollen Verrenkungen, wie es unser unfassbar sexy, sexueller, mega Freudengast. Danke. Keiner Platz. Geheim auch. Abonniert ihn, checkt ihn aus, geheimer kauft Star-Gast. Seinen Scheiß. Easy, wo ist dein Bruder? Gefunden auf Toto.de. Gefunden auf Toto.de. Nein, nächste Woche Donnerstag, 18 Uhr, geht's wieder los. Geil, leider. LPT, LPT Live, hier, Let's Play Together. Gibt's auch LPT nicht live? Ja. Ja, Video on Demand auf YouTube. Auf den jeweiligen YouTube-Kanälen. Abonnieren. Kaufen. Abonniert Link, Hand of Blood. Link von der Nivea ist auch in der Beschreibung. So ist es. Meine Produkte gibt's auch zu kaufen. Unsere Haare auch bei sehen Kick. Nur so toll aus, dank Garnier. Fruchteis. Fruchteis, sehr lecker. Mmh. Ich glaube, es wird nicht besser, Regie. Ihr solltet den Stecker ziehen. Tschüss. Ja. Macht's gut, hat uns Riesenspaß gemacht. Hoffe euch auch ein bisschen. In dem Sinne. Ich schmeiß nicht meine Brille weg, Freund Blase. Da werde ich aber traurig. So, jetzt wollten wir irgendwas am Ende schreien. Ach so.